Schiersein Podcast wird euch präsentiert von 54.de, dem Online-Portal für die Großregion Trier. Alles, was es zu lesen gibt über den Postleitzahlenbereich 54. Nachrichten, Sport und Lifestyle. Und jetzt viel Spaß mit Schiersein Podcast. Hallo, ich bin Johannes Schier, Musiker, Musiklehrer, Familienvater mit viel zu vielen Hobbys und noch viel mehr Interessen. Das hier ist mein Podcast. Hier geht es um persönliche Gedanken, gute Gespräche und hoffentlich schöne Momente, an denen ich euch teilhaben lassen möchte. Ich habe einfach Bock, mich gut zu unterhalten, manchmal auch einfach mit mir selbst. Viel Spaß bei Schier sein Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Schiersein-Podcast und heute gibt es ein Special. Wir haben nämlich anlässlich des Todes von Alfred Biolek beschlossen zu kochen. Also quasi der kulinarisch gewordene Salsa-Kurs der alten weißen Männer, die sich Kulturen aneignen wollen, die sie immer verehrt haben, aber niemals dran tippen konnten. Deshalb kochen wir heute Soul Food. Bei mir ist Michael Stein auf vielfachen Wunsch zum zweiten Mal. Michael muss ich eigentlich wahrscheinlich den Stammhörern schon gar nicht mehr vorstellen, aber ich tue trotzdem. Michael ist auch Musiker, ist Metal Drummer, ist hauptsächlich bekannt derzeit durch seine Arbeit mit der Band Victory. Da können wir gleich drüber reden, denn Victory haben ein neues Album gemacht und da wird uns der Michael gleich ein paar Songs von vorsingen. Dann legen wir mal los. Hallo Michael. Guten Abend, hallo, Abend. Tag. Hallo. So, wir laufen hier gerade völlig ziellos in meiner Küche. Wenn ihr mal knarzen hört, sind die Knochen von dem Schwein, der wir gerade geschlachtet haben. Nein, es ist Altbauküche, so alte Bodendielen. So. Wir mal kurz erzählen, was kochen wir? Wir kochen einen Gambo. Genau. Gambo ist also der Klassiker der kreolischen... Ja, Cajun Kitchen, Südstaatenküche. Cajun Kitchen, genau. So, also Südstaatenküche, Soul Food, richtig? Ist es Soul Food? Ja, kann man eventuell sagen, aber... Werden wir danach wissen. Ja. Weil es soll ja dafür sorgen, dass einem warm ums Herz wird. Genau. Ja. So, deshalb haben wir ein paar Zutaten besorgt und ihr dürft heute live... Ihr könnt natürlich mitkochen, wir kochen alles in Echtzeit, wir haben noch nichts vorbereitet. Gar nichts. Wir legen jetzt einfach los. Mhm. Steini, ich würde sagen, du übernimmst das Hauptkommando, weil du weißt, wie es geht. Steini ist übrigens ein begnadeter Hobbykoch. Ja. Der schon öfters mit seinen... du hast ein Rezept ausgedruckt. Ich musste mir ein paar Sachen aufschreiben. Wo kommt denn das Rezept her? Also, das Rezept, was wir jetzt nachkochen, ist jetzt kein Louisiana-Gambo oder Mississippi-Gambo, das ist das Gambo von Paxley seiner Oma. Wer ist Huxley? Paxley Buzzard ist ein super Pianist aus Australien, den ich in Luxemburg kennengelernt habe. Wir haben da ein bisschen zusammen gejammt. Und er ist so Spezialist für Boogie und Blues-Sachen, super Typ. Und er ist, wie gesagt, in Australien, kommt aus Australien, aber seine Wurzeln sind in Texas. Und seine Oma, die hat halt immer, wenn er in Texas war, hat die so ein Gambo gekocht. Und er hatte das mal auf dem Geburtstag von Fred Barreto gekocht vor ein paar Jahren. Fred Barreto ist auch ein in Luxemburg sehr bekannter Gitarrist brasilianischen Ursprungs. Brasilianer, ganz feiner Kerl. Fabulöser Gitarrist. Und Steini ist Drummer in Freds Band. Genau. Nur für die, um euch abzuholen. Ja, so dass er nicht so viel durcheinander kommt. Genau. Und das Gambo, er hat halt zwei Gambos gekocht. Eins mit Huhn, glaube ich, und das andere war mit Meeresfrüchten. Und das hat mir so gut geschmeckt, dass ich ihn gefragt habe, ey, kannst du mir mal das Rezept schicken? Und auch prompt, anderthalb Jahre später, hatte ich dann wirklich eine Nachricht bei wie heißt das, Facebook? Wahrscheinlich noch bei MySpace, als es die schon nicht mehr gab. Nee, war bei Facebook. Und ich gesagt, ey, here's the Gambo from my granny. Und ich so, oh, das ging ja schnell. Jo. Wie oft hast du das Gambo schon gekocht? Ich habe das zweimal schon gekocht. Und beide Male war geil? Ja, ging gut.
keine, es kam nicht in Nachrichten, muss kein Krankenwagen geholt werden. Sehr schön, klar. Sehr schön. Mhm. So, wir müssen vorbereiten. Wir legen also alles bereit. Also, was haben wir uns jetzt zurechtgelegt? Wir haben uns zurechtgelegt eine dicke Zwiebel, ja. Ein Sellerie, ja. Eine grüne Paprika, mhm. Einen Fuß Knoblauch, ja. Von dem wir kann, nur eine Zehe brauchen. Kann, muss aber nicht. Also ja, aber das ist kann man schon kann. Reinmachen. So, ja. Wir haben etwa 500 Milliliter Hühnerfond. Mhm. Braucht man auch nicht Fond. Alles von. Fönche. Das muss man so gucken. Diverse Gewürze, mhm. Salz, Pfeffer, Thymian, Cayennepfeffer, verschiedene Paprikas. Rapsöl, eigentlich kann man jedes Öl nehmen, mit dem man braten kann. Ja. Solltet ihr jetzt Fachleute im Küchenbereich sein und kriegt mit, dass wir hier mit Rapsöl braten, dann prügelt uns nicht, verbal tot. Wir sind Amateure. Ja. Dann gibt es Hähnchenfleisch. Das ist gut. Und es gibt, Moment, ich bin jetzt im Kühlschrank am Hartieren. Es gibt Hähnchenfleisch, es gibt Garnelen. Ja. Kann man alles gut. Kann also man alles Garnelen reinmachen. Ungewürzt, aber geschält mhm. und ent. Moment, wie war das schöne Wort? Entdarmt. Genau, der so. Darm ist immer ein bisschen lästig manchmal. Du hast ja noch eine Chorizo liegen. Genau, weil. Eigentlich gehört das ja. Anduilwurst oder Tasso-Schinken rein, aber Anduilwurst ist halt. Ist eine Innereienwurst, da kommt Darm und Magen vom Schwein rein und das ist nicht jedermanns Sache. Ja, klingt auch, für mich auch nicht so geil. Nee, ist semi-geil. Ist glaube ich, eher so weit für perverse Franzosen. Ist auch hier schwer dran zu kommen, also, aber eine Chorizo, die macht aus, das echt. Aus gesetzlichen Gründen, weil die wahrscheinlich so reinheitsgebotsverstoßen ist. Nee, du kriegst bei uns ja auch Innereien, also ist ja kein Problem. Ah ja, gut, okay, das ist halt eine Frage des Mixes. So, haben wir also alles bereit liegen. Mhm. Jetzt tun wir das ein bisschen schnippeln alles. Genau, so. Du, ich mache den Schnippeltrottel. Okay. Und du machst so ein bisschen den Ansagemann. Warte mal, ich hole mir mal ein Messer zum Schnippeln. Nee, erstmal Hände waschen. Genau. So, Biolek, hat Biolek sich die Hände gewaschen? Wenn Biolek, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, damals war das. Kommt im Bauch eh durcheinander. In den 80ern hat sich noch keiner die Hände gewaschen. Ne? Dank, nee, Bio, Alfredissimo war ja in den 90ern, oder? Ja, doch, ich glaube, ja. Kannst du mich noch an Bios Bahnhof erinnern? Ja, das war davor. Das war so eine Talksendung, ne? Ich weiß, dass es das gab. Ich weiß aber, ehrlich gesagt, nicht mehr, was das war. Und ich habe jetzt von vielen Moderatoren, die im Zuge von Biolex Tod, so über Bios Bahnhof, geschrieben haben, dass halt der absolute Wahnsinn gewesen sein muss. Also du hast halt nie gewusst, was passiert. Mhm. Das wäre also die erste deutsche Late Night gewesen. Ja, das war auch so ich, der Prototyp davon. Ich habe das nicht mitbekommen. So, was schneide ich? Wir fangen mit dem Gemüse an. Das Gemüse muss zuerst angebraten werden und dann geschnitten. Machen wir aus den Zwiebeln. Genau, erst braten, Moment, dann schneiden. Zwiebeln! Oh, so, jetzt komme ich schon zu unserem ersten Megatool. Genau. Du hast nämlich den, also wir machen keine Werbung. Wir werden zwar mittlerweile präsentiert von einem Sponsor, wie ihr wahrscheinlich schon gehört habt in der Werbung von vor diesem Podcast, aber ich muss es jetzt trotzdem erwähnen, was für ein geiles Tool ist das hier denn bitte? Das ist ein aus dem Teleshop bekanntes Schneidegerät mit einem Klappmechanismus und austauschbaren Klingen. Sag es ruhig. Das ist der Nicer Dicer. Die Frage ist, für mich, wer hat sich den scheiß Namen ausgedacht? Tja, das war wahrscheinlich. Stell dir mal vor, du bist Hesse und bestellst das Ding am Telefon. Der Nicer Dicer. Das war auch das erste und einzige Mal, dass ich im Teleshop bestellt habe. Du hast das Ding wirklich im Teleshop bestellt. Selbstverständlich. Wie hast du dich gefühlt, als du da angerufen? Weil das ist ja nicht QVC oder so gewesen, ne? Nee, ich habe online bestellt. Ich habe da nicht angerufen. Bei wo? HSE 24 oder was? Ich weiß das nicht mehr. Ich glaube bei Teleshop direkt. Weil gibt ja die früher gab es ja noch Amazing Discoveries. Ich pack gerade die Hühnerbrust aus. Mhm. Und damit meine ich wirklich das Fleisch. Also Amazing Discoveries gab es ja seinerzeit noch mit Mike Levy als Moderator und da hast du halt immer so ominöse Nummern gehabt, da wusstest du nicht, welche Firma. So, was suchst du? Ich brauche gleich was zum Rühren. Ja, ein Hölzlöffel, cool, ich habe dir schon einen Hölzlöffel bereitgelegt. Boah, Wahnsinn. Ja, ich habe hier schon so ein bisschen eine Mise en place gemacht. Aha, das ist ja... Wie der Koch sagt. Ja, ich brauche nachher für das Ruh, also die Ruh oder den Einbrenner, da komme ich noch dazu, da brauche ich halt einen Holzlöffel. Interessant, weil Ruh musste ich googeln. Mhm. Das ist dann ein Job für dich eigentlich, die Ruh zu machen. Okay. Weil die braucht ungefähr 30, 40 Minuten, die muss man die ganze Zeit rühren. Das darf aber nicht du bist doch der Trommler. Ich muss doch hier kochen. Okay, gut. Ich sehe schon, ich werde hier... Naja, also man verzeiht mir den scheiß Humor, aber ich glaube, passend zum Essen fühle ich mich so ein bisschen versklavt.
Ja, du kriegst aber was dafür. Genau. Mhm. So, also ich soll schnippeln. Nicer, Zwiebeln schälen. Genau. Zwiebeln schälen. Wir haben genau ein kleines Küchenkneifchen. Oh, super. Richtig scharfe, so kleine Küchenkneifchen sind das Allergeilste. Ich schneide das Huhn. Du schneidest das Huhn? Oder nee, den Sellerie. Ich mach den Sellerie. Hast du noch ein Brettchen? Ja. Brettchen. Ein Brettchen. So, warte mal. Ich habe hier ein riesen Schneidebrett. Das sieht aus wie ein iPad. Das war mal lustig 2000. Hier habe ich noch ein kleines. Das ist gut. Ja, reicht dir das? Reicht mir. Und ein Schälchen, wo ich das reinmachen kann. Ein Schälchen. Schälchen. So, guck mal. Super. Dankeschön. So. So. Paprika holt man am besten in grüne, milde Paprika. In Trier holt man die. Genau, wir holen. Man nehme. Also grüne Paprika, warum grüne? Ja. Schmeckt die anders? Das ist, nee, ich glaube, das hat was mit der Farbe zu tun. Also definitiv. Man redet ja von der Holy Trinity auf Cajun Kitchen. Aha. Das wäre ja grüne Paprika, Zwiebel, große milde Zwiebel und Staudensellerie. Die ist in fast jedem Gericht ist die mit drin, also auch im Jambalaya und in anderen Sachen. Okay, mein 12-jähriger Sohn sagte mir, er isst keine grüne Paprika, was ich sehr interessant finde, weil ich eigentlich immer dachte, die schmecken alle gleich, ehrlich gesagt. Aber ich habe auch den Geschmackssinn von einem Backstein. Seit ich nicht Raucher bin, verbessert sich das konstant. Jetzt habe ich hier natürlich die Schälchen für Gemüse für den Abfall geholt. Toll. Ja, dafür haben wir hier so Biotüten. Mhm, wunderbar. Macht ja nichts. Alles gut, wir haben genug Schälchen. Ja, so, die Zwiebel, die darf ich jetzt durch den Nicer Dicer prügeln. Ja, machst du in Scheiben? Wie in Scheiben? Ich dachte, ich kann die ganze Zwiebel jetzt die ganze kloppen. Zwiebel, da geht das. Nee. Das sieht im Fernsehen immer so einfach aus. In Scheiben? Ja. So, ne? Hier so. Ja, so. Ich glaube, da nehme ich ein anderes Messer für. So einen halben Zentimeter. Und dann kannst du die in Nicer Dicer kannst du durchkloppen. Nicer Dicer. Mhm. So. Bereitet mal die Guillotine vor, Herr Robespierre. Mais oui. So, muss die ganze Zwiebel da rein? Also alles? Ja, ja. So, ich habe mir gerade zum ersten Mal fast den Finger geschnitten. Ah, okay. Ist noch dran? Ja. Alles klar. Also das Blut, das schmeckt bestimmt nachher klasse. Dann ist eben eine rote Zwiebel. Genau. Außerdem ist halt so ein bisschen die Aua. Im Bauch kommt eh durcheinander. Wie heißt Blutwurst auf Französisch? Wie sagt der Franzose zu Blutwurst? Ich weiß gar nicht mehr. Weiß ich gar nicht mehr. Zu wenig Anthony Bourdain geguckt. Blutwurst? So, und jetzt lege ich in den Nicer Dicer die Scheiben einzeln oder doppelt? Einzeln. Echt? Am besten einzeln, ja. So, also. Nee, da in die. In die kleine. In die kleine. Also wie gesagt, ich habe hier vor mir zwei Gitter, die sind ultrascharf. Das habe ich eben schon mit meiner eigenen Haut geprüft. Mhm. Ich habe es gesagt, ich habe es zweimal gesagt. Dieser Gitter ist etwas feiner und da soll ich jetzt die Zwiebel durchdrücken. Ich hoffe, man hört es so ein bisschen. Bumm. Es macht Bumm. So. Und, cool. Jetzt habe ich hier wahnsinnige Zwiebelwürfel. Ich verstehe jetzt auch die Begeisterung dieser blonden Verkäuferin im Teleshopping-Kanal, die den Nicer Dicer zusammen mit dem Herrn aus Österreich mit dem unverschämt großen Ohrring präsentiert hat. Warte, war das so, ne? Der hatte doch so einen mega Ohrring. Ja, jetzt weiß ich, das war aber nicht der Österreicher. Ich glaube, das ist ein Österreicher. Oder es ist ein Amerikaner mit einer österreichischen Synchronstimme. Nee, das war Chef Toni. Der war so ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen kräftiger im Körperbau. Ja. Der präsentiert auch heute noch, glaube ich. Und der hat so einen Oberlippenbart gehabt und einen riesen Kochmütz. Ja, aber den meine ich nicht. Den ich meinte, das war ein glatzköpfiger älterer Herr. Ich weiß, das war aber, ich glaube, das war aber nicht der Österreicher. Der so ein bisschen gewirkt hat, als wäre er so, wie soll ich das sagen? Wäre so im Alter so homosexuell geworden. So sieht er für mich so ein bisschen aus. Also so ein spießiger, älterer Mann, bisschen adipös, der aber halt so einen Ohrring getragen hat. Ich weißt du, wo du so gedacht hast, der Ohrring sieht so ein bisschen aus wie, so, jetzt muss ich ein Zeichen setzen. Weißt ich, du? Ich weiß das auch, wenn du meinst. Ich hatte den anderen Verkäufer da im Kopf. Ich geiß hier wie ein Gott. Mhm. So, und jetzt guck mal, kann ich den Nicer Dicer sogar mit der Cleaning-Funktion, eigentlich müssten wir uns echt bezahlen für die Werbung, kann ich den sauber machen. Ist denn der Nicer Dicer gut in der Maschine sauber zu kriegen? In der Spülmaschine? Ja. Ja, absolut. In der Spülmaschine? In die Spülmaschine? Ja. Spülmaschine. Gut, also Zwiebeln sind gewürfelt. Mhm. Dank dem Nicer Dicer. Wunderbar. Patent applied for. So. Da kannst du auch einen Knoblauch
Knoblauch, wie viel? 10? Eine? Eine. Soll ich die mit der Knoblauchpresse pressen? Nee. Auch schneiden. Auch mit dem Nicer Dicer. Kannst du mit reinmachen? Ja. Knoblauch. Nehme ich eine dicke Knoblauchzehe, oder? Ja. Also ich bin Knoblauchesser. Also okay. Wie dir geht? Mach ruhig eine dicke rein. Ja, ich bin Ich muss ab und zu ein bisschen aufpassen mit dem Knoblauch. Ah, ja. Verdauungstechnisch? Ja. Seit ich die Gallenblase raus habe. Oh. Jo. So, liebe Zuhörer, um euch abzuholen, Michael erzählt jetzt von seiner Gallenblasen-OP. Ich kann auch Fotos von dem Stein schicken, den sie mal rausgeholt haben. Ich versuche hier gerade mit meinem Küchenmesser diese Knoblauchzehe zu schälen. Das ist so eine Filigranarbeit, die ich absolut hasse. Man kann auch hingehen, die auf die Arbeitsplatte legen und mit der Hand draufkloppen. Dann platzt sie so auseinander. Siehst du hier, der Chefkoch. So ein bisschen Laferlichter. Guckst du sowas? So Laferlichter lecker? Ja, so? Das habe ich zeitlang schon ein bisschen geguckt, aber ich gucke mehr. Was ist denn so deine Lieblingskochshow? Meine Lieblingskochshow? Außer Hell's Kitchen mit Gordon Ramsay. Nee, wir haben Kochduell oder was, haben wir viel geguckt. Oh, Kochduell, dann war auch mit so einer bisschen fülligeren Blonden, ne? wo so zwei Publikumskandidaten, so Fachköche. Ist ja nicht Kochduell. Nee, das war wohl dann am Anfang, oder war Kocharena, ich weiß nicht. Ich glaube, du meinst Kocharena, weil Kochduell war tatsächlich so Vorabendsendung auf Vox. Ne? Ja, wo immer so. Da waren so zwei, drei Publikumskandidaten und die haben immer ein Team gebildet mit einem Profikoch. Und haben sich duelliert. Nee, das war nicht. So, die lege ich jetzt so in den Dicer rein. Ich schneide noch das braune Ende da hinten ein bisschen ab vielleicht. Oh, wir sind pingelig. Braune Ende. Das sind ab. Schneid doch das braune Ende ab. So, ich muss die Knoblauchzehe nicht noch halbieren für den Dicer. Der packt den ganzen. Nee, die Knoblauchzehe packt der. Knoblauchzehe packt der, okay. So. Muss man sagen, die Zwiebel war ungefähr so groß wie ein kleiner Kürbis. Macht das aber in dem Dicer. Ja, ich mach das in das Behältnis rein. So. Richtig einpasten. Jawohl. Safety first. Safety first. Mit dem Nicer, das ist ja kein Problem. So. So, jetzt ist alles runtergefallen und im Nicer Dicer Behälter. Sehr schön. So, du bist am Sellerie dran, ne? Ich mach den Sellerie gerade. Der Sellerie habe ich gekauft vorgestern. Und der hat schon so ein bisschen Blätter hängen lassen. Ja, aber ist natürlich halt schlimm. Nö, das ist okay. Sellerie ist doch auch ein Aphrodisiakum, oder? Oder wie ist das? Sellerie? Sagt man doch, ich habe hier extra einen kleinen Laptop hingestellt. Wir können also Wikipedia zu. Also Sellerie ist mega gesund im rohen Zustand auch. Sellerie. Und so, weil wir ja keine Fachleute sind. Schmeckt aber auch nicht jedem. Also echter Sellerie. So, aber man sagt ihm doch nach, er hätte magische Kräfte. Ah nee, das war. Nee, das ist, was du meinst, ist. So ein alkoholisches Getränk. Man sagt, er habe magische Kräfte. Was war denn das noch? Das war Malteserkreuz, Fernet-Branca. Fernet-Branca. Schon wieder Werbung gemacht jetzt. Oh je. So, warte mal vor. Konsistente Namenskunde. Knollen-Staudensellerie. Genau, Staudensellerie. Oh, sehr lustig. Was denn? Pass auf. Oho. Ich suche ja jetzt dann nach dem Ruf Sellerie als Aphrodisiakum. Und das erste Fachwort, was ich finde, Achtung, ist die sogenannte Vergeilung. Die blasse Färbung kommt durch Aufhäufeln von Erde und Überstülpen mit Blechrohren zustande. Also ich lese mal gerade den ganzen Absatz. Staudensellerie. Ja, bitte. Staudensellerie, auch Stielstangen oder Bleichsellerie genannt, hat lange fleischige Blattstiele, ich werde schon so ein bisschen geil, und eine kleine Wurzelknolle. Gut, ist wieder vorbei. In den Handel kommen die Blattstiele, die pro Pflanze bis zu 1 Kilogramm wiegen können. Wow. Sie werden für Salate oder als Gemüse verwendet. Die blasse Färbung kommt durch Aufhäufeln von Erde und Überstülpen mit Blechrohren zustande, was die Chlorophyllbildung durch Lichtmangel beeinträchtigt. In Klammern Vergeilung. Die Blattstiele erhalten vergleichsweise hohe Mengen Beta-Carotin und zeichnen sich durch ein feines Sellerie-Aroma aus. Das wäre auch schlimm, wenn Sellerie kein Sellerie-Aroma hätte. Pharmakologie und Toxikologie. Kann allergische Reaktionen, anaphylaktischen Schock. Okay. Verwendung in der Medizin. Behandlung Rheuma. Kulturgeschichte. Dioskurides lobte den Sellerie als harmtreibend. Ja, das stimmt.
Und er hilft bei erhitztem Magen, Verhärtungen in den Brüsten. Und er hilft gegen Gifte und Tierbisse. Heißt halt jetzt, dass der dafür sorgt, dass du nicht gebissen wirst. Nee, wenn du gebissen wurdest, dann schmierst du dir das irgendwie, glaube ich, drauf. Wenn dich so ein Hai beißt. Dann ist, glaube ich, auch Sellerie. Ich wurde so mit Sellerie ein. Ich glaub, oh, geht, meine Leber fehlt. Ich glaube, es geht eher so um Kleintiere. Ja, also Zecke oder so. So, was haben wir hier noch? Gegen Blähungen, Harnkries und gegen stinkende Schweiße. Also wir werden heute Abend nicht stinken, nee, beim Schwitzen. Wir werden super riechen. Ja, er schränkt die Milchsekretion ein. Aus der Volksmedizin sind Verwendungen bei Verdauungsstörungen, Nierenstein und als Aphrodisiakum bekannt. Aha, ah, siehst du. Lässt du immer am Schluss, ne? Madaus nennt besonders wirksam die im Herbst gesammelten frischen Samen oder den rohen Wurzelsaft. Na, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Den rohen Wurzelsaft. Ja. Mm. Naja, wie auch immer. So, du hast die Chorizo in Scheiben geschnitten. Ja. Chorizo ist eine Wurst aus Spanien, ne? Ja, ja. Sein ja. Stromberg, wissen, die legendäre Szene. Lass das, das ist spanische Wurst. Die ist halt sehr, sehr viel Paprika drin. Ja, und fettig, ne? Bisschen ist scharf, ja. Und fettig und scharf, ne? Bei Tapas immer so ein Thema. Aber ne? Du weißt ja, Fett ist ein Geschmacksträger. Ja, genau. Mhm. Fett ist ein Geschmacksträger, so. Fettträger. So, die Zwiebeln sind geschnitten. Du Sorry. Brauchen wir nur eine Stange Sellerie. Ja, das reicht. Und du hast die Okraschoten klein geschnitten. Jetzt muss ich mal gucken hier. Die habe ich hier. Ah, nee. Die sind noch nicht geschnitten. Die hast du einfach so klein gehauen. Genau. Und die Paprika, die grüne, hast du mittlerweile auch schon geschnitten. Die ist auch mit, weil da kommt eher alles zusammen rein. So, Okraschoten, also jetzt wird man mich wieder blöd nennen, aber ich habe von Okraschoten noch nichts gehört und habe mich deswegen ein bisschen reingelesen, was so viel heißt, wie ich habe eine Minute Wikipedia konsultiert und habe gesehen, es ist der Gemüseaibisch. Genau. Eine Pflanzenart aus der Familie der Malvengewächse. Mhm. Interessant ist aber vielleicht wirklich die Frage, wo kriege ich Okraschoten? Du hast sie im Asia-Shop gekauft. Ich habe die in Trier im Asia-Shop gekauft. Leider hatten sie keinen frischen, nur tiefgefrorenen, aber das macht nichts. Okay, das heißt, man muss da schon in den Fachhandel gehen, weil ich war im besser sortierten Supermarkt und der Lebensmittel liebt und der hatte keine Okraschoten. Die haben keine Okraschoten. Hab ich auch gesagt, und so sehr liebt ihr Lebensmittel. Habt ihr Okraschoten? Nee, haben wir nicht. Ja, so sehr liebt ihr Lebensmittel. Ja, ne? Unglaublich. Verdammte Rassisten. Ja. Wir haben kein Zeug, weil es im Asia-Shop gibt. Oh, das. So, und das sind so sechseckige, so sternförmig sehen die aus. Ja, ja. Wie wenn du so eine sternförmige Ausstecherform an Weihnachten mit Teig durch mit grünem Klipper durchziehst. Genau. Und du schneidest sie jetzt einfach so in drei Stücke pro Schote. Ja, so kommt drauf. Ich sag mal, Fingerkuppen lange Stücke. Ja. Und so etwa wie der dicke Onkel von einem sechsjährigen Kind. Und du siehst, da ist irgendwie Schleim dran, ne? Ja, da ist Schleim dran. Ich wollte dich gerade noch ansprechen. Das ist das Interessante an Okras. Okras dienen hauptsächlich der Soßenbindung. Die haben gar keinen eigenen Geschmack. Die schmecken ein bisschen nach irgendwas. Ich traue mich gar nicht, die roh zu probieren, so schleimig wie die sind. Ich weiß auch nicht, ob. Ja, nee. Kannst du mal probieren? Nee. 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 Ich riech mal dran. Ja. Ich versuche das mal zu beschreiben. Glitschig im Finger. Ja. Also selbst. Die haben nur ganz wenig Geruch. Ja, riecht halt irgendwie nach irgendeinem Gemüse. So. Ich probiere jetzt mal so ein kleines Stück hier. Hm? So. Ja, gebe ich hier dieses schleimige Ding zurück. Mhm. Ah. So, ich mache das jetzt alles nur für euch, liebe Zuhörer, weil ich finde, wieder steht mir jetzt die Rolle in den Mund zu nehmen. Okay, wenn man den Schleim runterlutscht, ne? Das ist kein guter Beginn für den Satz. Ja, es schmeckt. Hättest du noch ein Düppchen für mich? Ein Düppchen? Ja, für die Okras. Liebe internationalen Zuhörer, ein Düppchen ist unser lokaler Ausdruck für ein Gefäß. Ein kleines Gefäß. Ein kleines Gefäß, ein Man Düppchen. Könnte es übersetzen mit einem kleinen Töpfchen ohne Deckel. Eigentlich ein Tiegelchen. Ein Tiegelchen, genau. Aber jetzt auch nicht so klein, um jetzt da Salben drin zu mischen. Oder so. Schon ein bisschen größer. Ja, ich habe hier, warte mal, das hier kriegst du nicht, das ist der Napf von meinem Hund. Ah, ich hoffe, das hier ist nicht auch ein Napf für deinen Hund, den ich gerade für die Wasch geholt habe. Doch. Oh. Der ist aber gespült. Alles. Ja, ja. Hey, Moment. Wo hast du denn her? Da. Ah, der war in der Schublade. Ja, ja. Dann ist er gespült. Alles gut. Nee, ich habe den gerade da unten weggeholt, habe noch die Essensreste rausgekratzt. Der Wender war da eh nur Wasser drin. Ach so.
Ja. Geil. Gut, wir verwenden also jetzt den Hund ab. So, hier hast du eine kleine Schüssel. Dankeschön. So, und ey, ich hole jetzt einfach mal Bier. Du willst alkoholfrei Bier, hast du ja gesagt, ich muss, ne? So ein kein bisschen Bock auf fahren. Schnaps und kein. Ich habe hier Wildinger Fietz, lokales Produkt. Vielleicht zum Essen. Nachher, genau, können wir zum Essen. Aber den hat ein Kumpel bei mir vergessen bei der letzten Wanderung. So, aber wir haben ein alkoholfreies Bier. Ich glaube, das macht auch Sinn. Das ist okay. Ich trinke jetzt auch eins. Brauchst du ein Glas oder bist du Flaschenkind? Flaschenkind, hör mal. Ich muss ein paar Bauern ziehen, damit ja, eine Flaschenöffner kommt. Die ist gefährlich, die Schublade in dem Bereich, wo ich gerade stehe. Ja, die ist genau, ja. Wie soll man das jetzt sagen, gemächt hoch. Auf der richtigen Höhe. Bitte schön und Prost. Ja, oh ja. So, und dann? Auf die Liebe, da. Ah ja, Bier ist immer fein. So, soll ich hier schon mal die kannst du grob schneiden. Also die muss dann fein geschnitten werden. Einmal in der Mitte durch. Ja, so. Dann lass mal den ganzen weißen Scheiß ab, oder? Also so ein bisschen genau, putzen, ne? So ein bisschen schön putzt machen. Putzt ja auch mit Wasser, glaube ich. Einmal abwaschen. Ja. So ein Hühnerbrust sieht ja so ein bisschen aus wie so ein menschliches Organ. Ja. Nein, ich sage jetzt nicht woher wegen dem Gedanken, sondern weil die mir gerade so ein bisschen aus den Händen geschnitten ist. Ich müsste mir auch mal ganz kurz die Finger unter Wasser halten, weil der Okraschleim ist dran. Weg mit dem Okraschleim. Mhm. Okraschleim klingt wie was aus einem Science-Fiction-Film aus genau. 80er Jahren. Genau. Vorsicht! Okraschleim! Wir haben ja neulich den alten Planet der Affen geguckt. Den alten? Mit Schalten Hessen. Ui. Und haben dabei festgestellt, wie schlecht der ist. Ja. Also so, da wird halt dann teilweise minutenlang nichts gesagt. Und wenn der Film jetzt so legendär wäre, wäre das echt ein Fall für Schläferz, ne? Naja, Schläferz kam doch letztens. Schläferz haben wir neulich auch geguckt. Und da haben wir geschaut, irgendeinen unsäglich schlechten Science-Fiction-Film von Leuten, die auch ganz lange nicht geredet haben. Also der war unfassbar langweilig. Also so, ich fange mal mit der Brutzelei an. Oh. Ja. Brutzelkönig. So. Du hast doch irgendwann vom Butterschmalz erzählt. Willst du Butterschmalz? Lieber als Rapsöl. Ja, der Butterschmalz. Das Rapsöl holen wir für den Einbrennen. Rapsöl holen wir nur. Ich habe gerade den Herd gestartet. Er hat mich angepiepst. Ich habe den Herd gestartet. Captain, ich habe den Herd gestartet. Und dann machen wir mal hier einmal auf 9. Das ist übrigens dasselbe Kochfeld wie bei meinen Eltern. Wenn ich bei denen mal koche, dann ist das richtig gut. Ist das jetzt gut oder schlecht? Damit kenne ich mich aus. Ich habe immer ein bisschen Schiss, wenn ich irgendwo anders koche, dass ich mich mit dem Kochfeld nicht auskenne. Mit dem Herd nicht auskenne. Kann ich denn hier Licht machen? Boah. So, wir machen aber die Abzugshaube genau. Aus. Genau, das hier ist auch ganz schlechtes. Ja, also wie man in Trier sagt, wir sind hier in einem Altbau und also man muss vielleicht mal dazu sagen, mein Haus ist Baujahr unbekannt, geschätzt 1830 und alles ist krumm und schief. Und als sie die Küche hier eingebaut haben, haben die relativ großkotzig gesagt, auch mal, ja, klar. Ach so, ich dachte damals, es gab noch keine Küchen, aber... Nein, die Küche ist von 18. Und 2018. Hoppla. Das Küchenhaus hat in der Tat fast 6 Monate für den Einbau gebraucht, weil du alles neu bestellen musst. Also, du hast hier zum Beispiel, das siehst du auch, die Fußleiste von den Küchenschränken, die gewinnt auf... Die verjüngt sich drei Metern, auf 3 Metern Länge gewinnt die etwa 10 cm. Das stimmt. Die Arbeitsplatte musste 20 cm tiefer bestellt werden, weil die wirklich auf einer Seite etwa 50 tief ist und da sind fast 80. Wahnsinn. Also hier so, siehst du? Die hier, also hier links quasi. So. Wir haben also keine stylische Kochinsel oder sonst was. Wir haben eine einfache Küche. Guck mal, ist halt hier grob genug. Oh, das ist viel zu fein. Also richtig Stücke. So. Ja. Okay, stell also so halt. Wir schneiden jetzt Stücke von 4 auf 8 cm. Ja, so einfach so. Komm, ich nehme hier das fette Messer, griffig. Die Chorizo. Oh, was Griffiges, genau. Ah, okay, so dass quasi nachher jeder so ein Stück oder zwei quasi auf dem Teller hat. Ja. Weil das so ein bisschen die Größe von 2 Fischstäbchen nebeneinander. Das reduziert so, ne? Ja noch ein bisschen ein. Alles. Also so. Ja, so, jetzt habe ich das ganze Ding quasi in... Einmal so noch machen. Okay, dann sind also einmal noch halbieren. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt etwa Stücke in der Größe von, lass mich überlegen... Großen Nuggets. Große Nuggets, genau. So große Chicken Nuggets. Aber halt schön rechteckig. Genau. Wie es alte weiße Männer mögen. So, gut, ich habe das jetzt geschnitten. Eins ist so ein bisschen zerfleddert. Hier ist noch ein bisschen Gammel dran, den schneiden wir weg. Ein bisschen Gammel dran. Ist aber Hähnchen von der Fleischtheke. Ist kein Hühnchen. Kein gefrorener Schund. Ja, rein mit dem Butterschmalz. Wie viel Butterschmalz kommt da jetzt rein?
Reichlich. So. Also ich habe jetzt... Butterschmalz kommt rein. Alles. Das ist genau wie ich neulich einen gemeinsamen Freund von uns, der Bassist ist. Weil ich weiß gar nicht, ob du den kennst, aber das ist einer meiner Musikbusenfreunde, mit dem habe ich auch gestern Abend noch gespielt. Der Jörg. Der Jörg aus Luxemburg. Schöne Grüße. Und der Jörg, der hat... Mit dem habe ich da auch schon mal gespielt. Ja, und Jörg habe ich an meinem Geburtstag im China-Restaurant gesessen und dann fragte meine Frau so, in wie vielen Bands spielst du eigentlich? Dann haben Jörg und ich gleichzeitig geantwortet, in allen. Nee, also zur Menge vom Butterschmalz. Ich habe jetzt einen gesunden Esslöffel rein. Ich wollte gerade sagen, da ist so ein kleiner, so 2 Millimeter hoch steht da. Genau. Und das ist schon gut am Dampfen. Ich glaube, so. Das ist schon sehr heiß. Vorsicht, ne? Gib mir mal die Zwiebeln, bitte. Wir wollen keinen Fettbrand. Nee. Da kommen jetzt die Zwiebeln rein. Ich habe den Nicer Dicer gerade kaputt gemacht. Nee, du hast ihn mal enthauptet. Genau. So, und jetzt machen wir ein bisschen, machen wir zuerst die Wasch drin. Ja, so. Wir hören, ich hoffe, ihr hört, was ich gerade rieche. Jetzt mal den Zwiebelcher dazu. Oh. Mhm. Zwei Sachen, die ich sehr mag. Chorizo und Zwiebeln. Und dazu kommt jetzt doch noch Knoblauch. Der ist ja wieder rein mit Dicer, Slicer Dice. Genau. Nicer Dings. Genau. So, und das lassen wir jetzt schön hier anbraten, aber so, dass die Zwiebeln nicht braun werden. Ah, okay. Mhm. Das heißt, das darf nicht zu heiß sein. Oder? Ja, ich brate zwar. Du hast aber das Kochfeld gerade auf voller Möhre. Ich weiß, ich koche immer alles auf. Du weißt nicht viel. Du bist so ein Gaskochfeldkocher, ne? Nee, immer Vollgas. Ich hab daheim habe ich offenes Feuer. Nein, ich habe ein normales Ceranfeld zu Hause. Und weil mein Herd schon ein bisschen älter ist, muss ich den ziemlich hoch drehen. Achso. Sonst. Verlieren die an Heizleistung mit den Jahren? Ich weiß nicht, mein Herd. Ja, ich glaube schon. Vor allen Dingen ist er nicht mehr richtig in der Arbeitsplatte drin. Der drückt sich so langsam raus. Also das Kochfeld. Was den Effekt hat, dass wenn ich den Backofen anhabe, das Kochfeld auch gleich mit warm ist. Ich muss da mal, glaube ich, gucken lassen. Ja. Solltest du auf jeden Fall. So, aber wenn unter den Zuhörern ein Elektriker und Fachmann für Kochfelder ist, der Lust hat, den Steini einfach mal unter die Arme zu greifen und in der Nähe wohnt, so irgendwo im Großraum Trier Konz, dann darfst du dich gerne mal melden. Ich habe aber auch einen in der Verwandtschaft. Ja, aber wir wollen ja die Hörer ein bisschen involvieren. Genau. Also ihr könnt jetzt ja mal gute Ratschläge schreiben, was an dem Kochfeld dran sein könnte. Mhm. Aber und die Besten, die werden prämiert. Nur falsche Antworten. Also ist ein... Also der Herd ist 30 Jahre ungefähr alt. Ist das ein Standherd oder ein Einbaugerät? Das ist ein Einbaugerät. Aber also ein Ceranfeld oder was? Ja. Okay, also 30 Jahre alt. Ja, nicht ganz 30. Was haben wir, 2021? Ja, noch. Nee, dann sind 23 Jahre alt. Okay, gut. Also ist von 98. Ja, nee, genau. Doch. Von meiner ersten Wohnung war das. Ah, verstehe. Ich habe die Einbaugeräte, holt man immer mit beim Umzug. Weiß ich nicht. Ich habe ehrlich gesagt immer verkauft. Nee, die bei Einbauküche und so. Ja, ich hatte ja auch eine Einbauküche, da habe ich halt die Geräte gewechselt mit dem Effekt, dass mein Herd und mein Kühlschrank und die Spülmaschinen, die sind weiß, der Rest ist gelb. War der auch schon immer gelb? Die Küche und war schon immer gelb. Ist der ähnlich wie Fender Stratocaster, so mit den Jahren gelb geworden? Nein, die Küche ist gelb, weil die Küche ist aus den 60ern. Geil. Von meinen Großeltern. Schöne alte Einbauküche. Ja. Hat die noch so... Statt Griffen und in den Schranktüren so Blechwinkel. Ja. Oh, Edelstahl, kein Blech. Genau. So hoffentlich Edelstahl. Und ich habe sogar noch einen Boiler. Ein Boiler über der Spüle. Okay. Weil man hat ja eben, ja gut, weiß man, von Handspülen dann heiß Wasser. Ich hoffe aber als Handspüler nicht viel heiß Wasser. Ein Boiler ist eigentlich gar nicht unpraktisch, finde ich. Der ist auch gut für Tee zu kochen oder mal Kaffee. Also ich habe hier einen Mini-Durchlauferhitzer drin, der war nach 3 Monaten kaputt, seitdem haben wir hier kein warmes Wasser mehr. Aber übrigens, wir haben kein warmes Wasser hier. Wenn du also warm Wasser brauchst, mache ich Wasserkocher an. Also nee, ich brauche kein warmes Wasser. Tatsächlich, da wir hier mit Maschine spülen, auch eigentlich nie Spülwasser gebraucht wird. So, jetzt sind wir hier, sehen wir schön die Zwiebeln, die Knoblauch. Das riecht ja Wahnsinn, ne? Und die Wurst sind schön vor sich hin am Brutzeln. Ich habe jetzt runtergedreht auf halbe Kraft. Weißt du was, ich mache zwischendurch mal ein paar Fotos. Ich glaube, ich setze die bei Facebook online später oder so. Wenn der, oder mache eine kleine Fotostrecke das ist ein Gedicht in Goldbraun. Ja. Moment, noch eins vom Herrn Stein selber am Herd. Geil. So, das lassen wir ungefähr so 5 bis 10 Minuten ein bisschen schön. Ja, okay.
so dann haben wir jetzt Zeit, 5 bis 10 Minuten. Ja, wir sind ja schon 5 Minuten drin ungefähr. Okay, dann erzähl doch mal von eurem neuen Album. Von Victory? Ja. Ja, wird am 26. November erscheinen bei AFM Records. Okay. Und die erste Single, die haben wir letzte Woche veröffentlicht. Die habe ich gehört, die ist geil. Cut to the Bone. Also kann man auch bei YouTube, haben wir ein Lyric-Video, könnt ihr gerne mal gucken. Also ist kein, ich sag mal, ist kein schwieriger, progressiver, kann so ein richtig geiler Hardrock. Ne? Ja, der ist halt so mit dem Auto durch die Gegend fahren, ja, und genau. Fenster auf. Macht Bock. Macht Bock, ist echt Spaßmusik. Anlage aufdrehen, ja, und ja, schön, ja, ist. Ne? Und das heißt, das Album kommt dann im November? Genau, wird heißen Gods of Tomorrow. Und das ist das erste Album von Victory, wo du komplett dabei warst. Wo, ne, ich dann, wo du in der Produktion, genau, beteiligt warst. Genau. Wo, genau, du getrommelt hast, ne? Genau. Und die Songs sind alle schon fertig? Ja, wir haben alles fertig aufgenommen, ist gemischt. Das Album ist eigentlich fertig. Ihr wartet im Prinzip nur aus marketingtechnischen Gründen. Das auch, und weil das Presswerk so lang braucht. Echt? Ja, das ist halt, weil wir machen 3 Versionen davon wahrscheinlich. 2 CD-Versionen und Vinyl-Versionen. Ob wir jetzt da farblich machen oder nicht, weiß ich nicht. Aber die Presswerke für Vinyl, also, die brauchen wir. Eine habe ich ja schon bestellt, die Vinyl, ne? Ach so. Okay. Mit schönen mit Autogrammen von der Band, bitte. Weil ich kenne ja von der Band nur dich. Mhm. Dann kannst du das ja für mich klar machen. Also, liebe Zuhörer, sei euch ans Herz gelegt, die Single Cut to the Bone. Cut to the Bone. Cut to the Bone. Auf YouTube. Passt auch zum Kochen gerade. Genau. Muss ich gerade an meinen Zeigefinger denken. So, ja, so. Auf YouTube könnt ihr euch die anhören. Ihr könnt, ihr kriegt die mit Sicherheit auch schon auf Streamingdiensten, oder? Ja, auf allen Streaming-Plattformen kann man so sich die zulegen. Also muss ich euch jetzt erklären, wie ihr an den Song kommt. Ne? Kriegt ihr hin, liebe Zuhörer. So, du guckst gerade ins Rezept. Was haben wir falsch gemacht? Nix. Ich wollte nur gucken, was der nächste Schritt ist. Und? Was ist der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist das Gemüse. Das Gemüse. Gemüse. Da, Ding. Jetzt wollte ich so einen Trailer abspielen, aber haben wir nicht. So, das Gemüse. Ja, und zwar alles. Das ist so einfach. Alles, jo, rein. Ne, das ist also einfach draufschmeißen, oder was? Einfach drauf. Ja, gib ihm, komm. Das ist ja das Schöne beim Einkochen. Wir haben jetzt hier die Okraschoten noch getrennt von dem anderen Zeug, oder? Genau, weil ich nicht mehr wusste, kommen die danach oder zusammen. Aber man kann alles zusammen. Alles rein. Einfach drauf. Ja. Und das dann schön ein bisschen einkochen lassen und dann vielleicht für Flüssigkeit ein bisschen Wasser. Vielleicht brauchen wir den Fond gar nicht. Müssen wir gucken. Natürlich brauchen wir den, der war teuer. Sonst nehme ich. Wein gehört da nicht rein, ne? Nein. Wein ist doch so, das ist doch immer geil, wenn du kochst. Ja, aber man muss den ja nicht unbedingt ins Gericht machen. Nee, meine ich ja. Also Wein im Essen, ich glaube, ich habe noch nie mit Wein im Essen verschissen. Nee, dann kann man ziemlich viel retten auch. Ja, so, jetzt machen wir Gemüse rein. Also jetzt kommt Sellerie, erst die Okra. Nee, das, genau, ist der Sellerie und die Paprika. Ja. So, ein bisschen verrühren, muss rühren. So. Sauerbrot, sehr schön. So, auch einer meiner Lieblingsköche. Ja, stimmt. Hm. Ich habe letztens noch mal zu Hause mit Julia, also meiner besseren Hälfte. Ihr seid so Muppets-Fans, ne? Wir sind riesen Muppets-Fans. Yeah. Weil, auch dazu muss ich sagen, eins meiner ersten großen Schlagzeugvorbilder war natürlich Animal. Animal mit Buddy Rich, unvergessen. Ja, ne? Grandios. Unvergessen. Grandios. Und natürlich der schwedische Chef, also der Swedish Chef, im Deutschen ist er Däne. Ja. Im Original ist er Schwedisch. Okay. Man versteht kein Wort. Okay, also ja. Du guckst sie halt auf Englisch an alles. Ne? Das ist viel lustiger. Vor allen Dingen, weil ich glaube, die Originalstimme vom Swedish Chef, von diesem Koch, ist auch dieselbe wie für Yoda, also Frank Oz. Okay. Mhm. Der ja auch Miss Piggy und Animal auch gespielt und gesprochen hat. Guckt ihr auch die Fraggles? Julia, ja, ich nicht so unbedingt. Ich habe mir die Komplettsammlung der Fraggles auf DVD schenken lassen. Cool. Von meinen Schwiegereltern zum Geburtstag. Mhm. Und habe noch nicht angefangen. Ich freue mich aber drauf. Ich will das auch mit Zeit, mit Ruhe gucken. Weil was ich bei den Fraggles ja bemerkenswert finde, ist, dass die Fraggles, die wechseln ja diese von Puppen gespielten Szenen ab mit richtig geschauspielerten Szenen. Genau. Und offensichtlich je nach Nation mit lokalen Schauspielern. Genau. Also sprich, in der englischen Version ist das auch ein anderer Typ. Ich weiß auch gar nicht, ob die Handlung dann vielleicht auch ein bisschen anders ist. Nee, aber ich glaube, es geht immer um diesen... Bei der Sesamstraße ist das aber auch so, ne? Ja. Ja, das geht um den... Also bei der deutschen Version, das war dann irgendein Professor-Typ oder so ein Bastler-Typ. Der Doc war das gewesen. Und der Hund hieß Sprocken. Sprock. Sprocket.
Ah, da können wir das Zahnrad. Zahnrad. Ja, aber genau. Also wie gesagt, im Deutschen hat der Typ immer gesprocken. Genau. Gesagt. Da geht natürlich viel verloren. Ne? So, ich habe jetzt wieder ein bisschen hochgedreht, damit das Gemüse ein bisschen an Flüssigkeit verliert. Ich höre auch hier, das anfängt zu brutzeln hier. So. Bioleck wäre stolz auf dich. Und man sieht jetzt auch, dass die Okras schön diesen schleimigen Kram da abgeben. Der halt als Soße. Das ist aber ein bisschen appetitlicher. Vielleicht kocht das dann einer nach. Es ist ein sämige Substanz. Sämige Flüssigkeit aus der Okraschote, verdammt. Und, Oh mein Gott. Auf jeden Fall, anstatt Okraschoten, wenn man da nicht drankommt, da gibt es noch was zum Binden, wo man noch viel schwerer drankommt, ist Filetpulver, das ist aus dem Sassafrasbaum. Kann man auch zum Binden nutzen. Oder wenn man an gar nichts drankommt, dann geht auch der allseits beliebte Soßenbinder. Ich wollte gerade sagen, also mit dem Sassafrasbaum hast du ja entweder vorher auswendig gelernt oder du spielst irgendwie einmal die Woche heimlich Stadtland Fluss mit Bernhard Hohe. Nö, ich habe vorher mal... Also das ist, wenn du mal hier guckst, was der Paxley mir aufgeschrieben hat. Ah, hier ist ja Rezept, genau. Ich schau mal ein Rezept rein. Filetpulver, tatsächlich. Mhm. Wird jetzt nicht wieder Fleischfilet geschrieben, sondern F-I-L-E. Mit Akzent aigu auf dem E. Richtig. Das ist der Akzent, der nach rechts oben zeigt. Genau. Ich muss mir das immer selber sagen, weil ich das immer noch verwechsel. Ja gut, vielleicht muss bei den Leuten jetzt nicht unbedingt hier aus der Gegend kommen. Sagen wir, dass wir hier halt an der Grenze zu Luxemburg und auch nah an der Grenze zu Frankreich leben. Genau. Und man hat schon mal grenzübergreifenden Kontakt, auch zu Arbeitskollegen. Mhm. Und dadurch spricht eigentlich fast jeder so ein bisschen Französisch. Beim Schreiben würde dann oft eng. Geht uns eigentlich allen so. Dann machen wir ein ganz klein bisschen von Dufond dabei. Dufond. So, du schüttelst also das Glas mit dem Fond. So, genau. Wir haben, also du hattest 500 Milliliter vorgestellt, ich habe 600 besorgt, genau. Weil ich habe kein 500 Milliliter Glas. Wir brauchen wahrscheinlich nicht alles, sonst wird es zu suppig. Ja, ich du willst jetzt ja so soßig haben. Genau, ne? Ein bisschen dicker. Auf den Reis. Weil wir ja noch Reis dazu. Also man isst immer Reis zum Gambo, das ist Gesetz. Ja, okay. Keine Nudeln, keine Kartoffeln, kein weiß nicht was. Gambo ist mit Reis. Ist immer mit und Reis. Jambalaya ist mit Kartoffeln. Ist auch mit Reis. Ah, okay. Aber man kann in Jambalaya kann man eigentlich auch wieder reinmachen, was man will. Nur da sind halt eben keine Okras drin, dafür Tomaten. Okay. Mhm. Das heißt, Jambalaya ist so ein Ding, wo jeder so sein Hausrezept kocht. Ja, das ist wie mit vielen Eintöpfen halt. Und ein Gambo und Jambalaya auch ist ja nichts anderes wie ein Eintopf. Oder wo hatte ich das mal gehört? Bei einer Kochsendung, ich glaube, Horst Lichter hat mal einen Rumpfochttopf gemacht. Was? Einen Rumpfochttopf. Alles, was in der Küche rumliegt, muss focht. Ach so, ja. Das war dieser Rumpfochttopf. Und da hat er auch so, was man halt eben Rest hat, kann man halt zum Eintopf verarbeiten. Mache ich aber auch. Also, passiert hier oft. Mhm. Essen wir recht gerne. Genau. Hier. Das, so, das ist schön, das riecht geil. Das ist wirklich geil. Also ich versuche jetzt mal zu beschreiben. Mhm. Die Gemüseteile sind natürlich alle grün. Also die Okraschoten sind grün, grüne Paprika, grüner Sellerie. Kochen alle so ein bisschen ein, werden weich. Kriegen aber so eine glasierte, ich mache mal ein Bild. Mhm. Kriegen so eine glasierte Oberfläche dadurch, dass der Okraschleim so ein bisschen seinen Job macht. Genau. Und auch der Hühnerfond. Genau. Mhm. Jawolleck. So. So, dann lassen wir jetzt wieder ein bisschen köcheln. Ein paar Minuten. Weil das kocht jetzt richtig stramm, ne? Ja, ja, ist von Stufe Vollgas auf halb. Genau, so und jetzt gehen wir halt runter. Jetzt muss da nicht ein Deckel drauf? Nee, weil du willst, dass das reduziert, ne? Du willst wenig Flüssigkeit. Genau. Das soll ein bisschen dicker werden. Darum machen wir ja auch diesen Roux nachher, diesen Einbrennen. Das ist halt diese Mehlschwitze mit kochendem Öl. Ah, okay, das nennt man Roux. Oder ist Roux einfach nur so das Gastronomenwort für Mehlschwitze? Nee. Ah, okay. Nee, das ist halt aus der Cajun Kitchen. Ah, okay. Ist halt übernommen. Weil das ist ja so ein bisschen wie die Küche immer alles anders betonen. Ja, mit dem Küche-Französisch. Sabayon und so weiter. Ja, genau. Sabayon. Da denke ich dann immer... Die sagen wahrscheinlich auch nicht Filetpulver. Nee, Filet. Die sagen Filet. Ja, Filetpulver. Filet. Wie viel Filetpulver? Also, ja, wie viel denn? Ja, Filet. Ach cool, der dickt wirklich natürlich ein von den Okraschoten. Genau. Her, ne? Ich habe die Okraschoten, glaube ich, die erste Mal in Asien gegessen. Also wir packen das Rezept auf jeden Fall, sofern das für dich okay ist, in die Shownotes rein. Selbstverständlich. Oder weißt du, ich mal einfach ein Foto von deinem Zettel hier. Mhm. Und du weißt ja, von wem... von wem du das hast, dann sag dem doch mal Bescheid, dass dein Rezept jetzt berühmt ist. Ich sag dem Paxley das. Ich weiß nur nicht, wo der im Moment rumturnt. Kann sein, dass der gerade in Berlin irgendwo ist.
Aber wenn ihr mal diesen irgendwo mal ein Plakat sehen solltet, wenn alles wieder ein bisschen normal ist, da ist ein Boogie-Abend oder Blues-Abend mit einem Pugsley Buzzard. Buzzard geschrieben wie das englische Wort für Bussard. Ah, okay. Und da sitzt dann ein auf dem Foto ist ein sympathischer Herr mit Hut und Bart, ja, an einem Pianoforte. Würde ich mir nicht entgehen lassen. Weil der ist aber nicht blind, ne? Nein. Sonst hätte ich gesagt, ich kenne den auch, aber nee. Nee, aber okay. Der ist halt, ist grandios, der Typ. Macht einen Riesenspaß für zuzugucken und der hat halt, als wir das auf dem Geburtstag hatten, der war gleichzeitig am Kochen und am Klavierspielen. Also das riecht fantastisch. Riecht jetzt schon lecker. Ja. So, jetzt hat das Eis ein bisschen, lassen wir noch ein bisschen einreduzieren, da können wir noch ein bisschen quatschen. Was war denn so dein größtes Küchenabenteuer bisher? Also weil du kochst ja wirklich auch, du nimmst dir ja Sachen vor, die du kochst. Ja. Und willst sie auch durch, das mache ich ja gar nicht. Ich bin ja völlig unbedarft. Was war denn bisher das Wildeste? Also das größte Küchenabenteuer war erstmal überhaupt irgendwie zu kochen, ohne irgendwelche Sachen vorher fertig zu haben. Also ich habe vorher immer viel, sagen wir so, aus dem Päckchen rausgekocht. Okay, ja, mach ich. Mea culpa. Und irgendwann habe ich halt überlegt, nee, ich probiere jetzt mal nach einem Rezept zu kochen mit frischen Zutaten. Ja. Und habe als allererstes, was habe ich als allererstes gemacht? Eine Bolognese. Und auch dann nach einem Originalrezept aus Italien. Das Bologna? Also eher gemüselastig und nicht so mit die Pasta Schutta, wie man sie genau. Hier oft heute als Bolognese genau. So kriegt. Obwohl so gemüselastig ist die ganze, da kommt hier Speck rein und Rinderhack und nachher kommt noch Butter oben drauf. Ja gut, das sind jetzt drei Gemüse, die eher selten im Gemüseladen liegen. Und dann Sellerie und Möhren. Kommt klingt halt gut rein, aber kein Knoblauch, keine Zwiebeln. Habe ich auch immer gedacht, gehört da rein. Ja, und Rotwein. Knoblauch, Zwiebeln, Rotwein, gib ihm, ne? Nee, aber kein Knoblauch, keine Zwiebeln, Rotwein, ja. Naja, gut, okay. Und dann natürlich jede Menge frische Tomaten und Dosentomaten, die geschält sind. Ja. Fand ich auch interessant, kannte ich vorher so auch nicht. Das ist so ein bisschen wie die USA aus der Pizza gemacht haben. Ist ja letztlich auch ein eigenes Nationalgericht, ist halt so eine New York-Pizza. Genau. Ist ja jetzt nicht, also wahrscheinlich würden viele Italiener sagen, dass die New York Pizza ein Frevel an ihrer Pizza ist, aber es ist ein eigenes Gericht geworden. Oder Chicago Pan Pizza. Ja. Oder, ne? Und ich hatte neulich Handwerker hier und da wollte ich ein Essen spendieren. Da habe ich gesagt, was esst ihr denn gern, so türkisch oder italienisch oder sonst was? Und da sagte er, nee, ich esse nur Deutsches. Und hat dann tatsächlich gesagt, ja, bringt einen Döner weg. Fand ich super. Okay. So, du hast halt, Schneidebrett mit den, genau, mit den Hähnchenklötzen. Genau, die tun wir jetzt dazu und die garen dann sanft mit. Na, ich hätte jetzt zum Beispiel gedacht, das Hähnchen wird erstmal scharf angebraten, nee. Aber das gart jetzt wirklich dann langsam jetzt drauf rum. Das zieht jetzt damit durch. Das ist unkonventionell. Weil das ist ja kein Essen, was in einer halben Stunde fertig ist. Das braucht, ja, zwei Stunden mindestens. So. Das heißt, das zieht jetzt so langsam. Genau, wir drehen jetzt gleich auch noch mal ein bisschen hoch. Du siehst auch, das Huhn fängt schon direkt an weiß zu werden. Zu ziehen. Ja, genau, weiß zu ziehen. Jetzt mache ich das noch mal, ziehe ich noch mal ein bisschen hoch. Ne? 800, 900. Grad. So, jawohl, dann muss ich Kelvin. Dem Keller aber Bescheid sagen, dass die noch ein paar Brennstäbe auflegen. Mhm, genau, sag mal Bescheid. So, nochmal ein Bild. Jetzt haben wir also Wurst und Huhn in dem Ding. Genau. Und das Geile ist, da kommt ja auch noch Meeresfrüchte rein. Ne? Genau. Kann man machen, muss man nicht, aber. Sollte man aber. Genau. Meeresfrüchte sind nie verkehrt. Meeresfrüchte sind ja auch so ein Thema. Das ist so ein Glaubenskrieg. Ne? Entweder man hasst sie. Ja, oder man ist allergisch. Bist du? Nee. Ja. Nee, also, sonst kannst du nicht essen. Nee, aber ich weiß zum Beispiel, meine Frau, die kann sie gar nicht essen. Und die hat dann tatsächlich mal eine Freundin in Sizilien, in Olbia besucht. Oh. Und die halt da lebt. Und die hat natürlich für ihre Familie und dann halt für meine Frau mitgekocht und hat sich natürlich mega Mühe gegeben, nur vom Feinsten auf den Tisch und so. Und meine Frau musste sich halt manchmal sehr zusammenreißen, um halt quasi vorzugeben, dass sie das total toll findet, weil dann halt, weißt du, dann kriegst du Jakobsmuscheln, was ja geiles Essen ist, ne? Und also auch gut gemeint. Aber also, ich glaube, das Härteste war, da habe ich so ein Foto gekriegt von so einem Löffel und in dem Löffel in einer Brühe schwamm so ein Baby-Tintenfisch, der lag da so drin, so komplett. Ja, muss man mögen. Hatte ich schon auf Pizza. Ja. In Pisa, ja. Da habe ich mir eine Frutti di Mare bestellt, da waren kleine ganze Tintenfische drauf. Weißt du, die Amis lachen da drüber, wenn die sich in Pisa eine Pizza bestellen? Weil das so billig klingt.
Pizza, 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 ja. Ich weiß nicht. Muss man mal jemanden fragen, der sich damit auskennt. Mit Amis oder mit Pizza? Beide nicht. So. So. Ich bin beeindruckt, wie schnell dein Hühnchen jetzt doch anfängt zu genau. garen. Ne? Das Schöne ist, wenn das so mitgart. Midgard. Ha, wieder. Der Tolkien-Witz. Nee, ist Midgard? Nee, das ist Edda, nordische okay. Mythologie. Oh, na gut, dann wird es nicht trocken. Ah ja, okay, verstehe. So, jetzt drehen wir wieder runter. Dann bleibt das Hühnchen saftig. Also sollte saftig bleiben. Und dann bereiten wir schon so langsam aber sicher mal die Ruhe vor. Die Ruhe? Genau. Lass mir meine Ruhe. So, die Ruhe wie, oder was kann ich denn machen, um die Ruhe vorzubereiten? Wir müssen jetzt abmessen und zwar brauchen wir dafür. Brauchen wir einen Messbecher? Ja, 80 Milliliter bis 100 Milliliter neutrales Pflanzenöl. Dann bin ich bei 100, weil 100 ist einfach zu messen, weil ich nehme einen Strich im Becher. Dann nimm mal 100. Nehmen wir 100. Ansonsten müsste ich den nehmen, mit dem ich immer die Ölwechsel für mein Motorrad mache. Ja, ich weiß nicht. Das Öl ist nicht so geil. Was ist es denn für eins? 15W40. Ja, ich weiß nicht, 10W40 schmeckt, kann altes, ich besser planen. Altes Motorrad kann auch 15W40. Ah, okay. So, Rapsöl, 100 Milliliter. Genau. Und den Reis muss man auch noch irgendwann machen. Ja, ne? Ja. Der können wir welchen am Schluss Reis machen. Sollen wir denn machen? Warte mal, ich guck mal, was ich an Reis habe. Ist egal, Basmati, Jasminreis, weißen Reis. Also ich habe Jasminreis hier, ich habe Bio-Reis, Natur-Langkornreis ungeschält. Und ich habe, Mann, bin ich ein scheiß Hipster, ich habe mehrere Sorten Reis. Aber ich liebe Reis und Hülsenfrüchte und so ein Zeug. Also ich habe auch 5-4 Sorten Linsen hier liegen. Ah ja, Linsen sind auch gut, da kenne ich immer noch ein super Gericht. Ich habe so Kochbeutel, aber ich glaube, die lassen wir dann mal für einen schnellen Mittagssnack. Also Jasminreis oder, Jasminreis ist pappig, ne? Ja, aber das macht ja nichts, weil wir ja nachher eh das Ganze vermischen. Also beide Tüten sind auch zu, du wählst. Jasminreis oder Bio-Reis Natur steht hier. Ach, warte mal, das ist noch ein. Nee, ist Bulgur. Ich habe Bulgur im Haus. Bulgur ist auch nicht schlecht. So. Aber jetzt nicht unbedingt davon mal probieren. Langkornreis ungeschält oder Jasminreis? Jasminreis. Jasminreis. Du weißt, wie man den kocht? Nö. Cool. Dann hol lieber den im Kochbeutel. Nee, ich würde jetzt einfach eine Tasse Wasser, eine Tasse Reis abmessen. Ja, aber wir kochen den jetzt noch nicht. Nee. Aber ich habe mal rausgeholt. Guck mal bitte. 10 Minuten, 20 Minuten. Also ich lese jetzt mal die Anleitung vor, die auf der Packung steht. Den Reis in gesalzenem Currywasser nach Kochanleitung kochen. Ja, danke. Nee, das ist Moment, das ist ein Rezeptvorschlag. Das ist ein Rezeptvorschlag, genau. Zubereitung. 2 Portionen sind 120 Gramm. Eine kleine Tasse. Ich würde sagen, wir machen 2 kleine Tassen. Dann haben wir auf jeden Fall genug. Wasser-Reis-Methode. Eine Tasse Reis in 1 Liter kochendes Wasser geben. Einmal aufkochen lassen und dann bei schwacher Hitze ca. 10 Minuten zugedeckt kochen lassen. Den fertigen Reis in ein Sieb geben und abtropfen lassen. Aber das klingt doch einfach. Ich habe sonst immer Reis in den Topf geschmissen, Wasser drauf gemacht und wenn das Wasser weg war und die Körner dick war, gut. Ja, ich habe mal gerade probiert hier, weil ich am Fabrizieren bin. Ja. Ja. Wie viel Fond hast du denn jetzt schon? Ich habe 200 Milliliter Fond, immer so nach und nach. Ah, ja, okay, nach Bedarf, und das zieht so ein bisschen weg. Ne? Genau. Wir lassen jetzt, wie gesagt, wir stehen hier so ein bisschen im Dunst, aber wir lassen die Abzugshaube aus, weil sonst hört ihr nichts genau. mehr. Und unsere Steins Kinnbart wird dann eingesogen. Oh ja, jetzt könnte man vielleicht schon ein bisschen würzen. Salz brauche ich nicht mehr dazu zu tun. Aber wir nehmen jetzt etwas Cayennepfeffer. Cayennepfeffer ist saugut. Das sind gemahlene Chilis, trockene Chilis. Also ich hab noch von einem Freund aus dem Garten. Oh, den musst du probieren. Chilis? Getrocknete, ich glaube, jetzt sind Habaneros. Also das ist brutal. Oh, die. Sehr brutal. Also wirklich kleine Portion. Ich riech erstmal nur. Riech mal dran, aber Vorsicht, wirklich so riechen wie an Chemikalien. Oh ja, die sind gut. Ja, sollen wir die nehmen? Nee, das soll ja nicht zu scharf sein. Achso, okay. Aber die sind trotzdem gut. Ja, schön, dass du die hast. Schön, dass du die hast. Gut, pack mal wieder weg. Alles klar. Jetzt wollte ich mal hier mit ausgemachten Gemüsegewürzen hier scoren. So ein bisschen Cayennepfeffer. Zu dem Wort bisschen sage ich, du hast gerade aus der Schulter geschüttet. Das geht ja nachher noch, da kommt ja nachher noch Zeug dazu. Ja, ja. Da kommen ja noch die Meeresfrüchte und das Rum, wie gesagt. Das hat doch, also ich stelle, weißt du, das Ding ist, ich habe ja noch nie so ein Zollfood oder sowas gegessen. Und ich stelle mir vor, dass wenn ich den
den Begriff Soulfood selber richtig interpretiere, weil ich jetzt mit vollkommener Unwissenheit tue, dass Soulfood bedeuten soll, dass es für gut für die Seele ist. Dass es dir eine gute Laune machen soll. Und genau. Also ich glaube, da muss irgendwie ein bisschen Süße, die dann nachher drin entsteht, oder? Die kommt. Ja, siehst du. Ja, mach dir mal keine Sorgen. Also jetzt habe ich Öl. Mhm, kipp mal, mach mal ins in die Kasserolle. In die Kasserolle. Ich hau hier die Öl in die Kasserolle. Da kannst du noch ein bisschen drauf machen. Ein bisschen Öl kannst du noch dazu machen. Ich versuche keinen Spagat zu machen. Noch mehr Öl? Ja, ein das bisschen. Das sind jetzt 100 Milliliter. Nee, mach ruhig aus der Flasche. Vielleicht so einen Schluck mehr. Ah, Achtung. Ich sag Stopp. Danke. So, dann brauchen wir ungefähr Mehl. 65 Gramm Mehl. Ich das habe sind, eine Küchenwaage. Das sind 3 Esslöffel ungefähr. Ich habe eine Küchenwaage. Ist das nicht geil? Das ist natürlich super. Mit einem kleinen Tiegel. Oh, nimm ein Tüppchen. Nehmen wir ein Tüppchen. Weizenmehl kann man eigentlich nehmen, an Mehl kann man Weizenmehl nehmen, weniger an Roggenmehl. Aber. Das soll ja Zucker enthalten. Das soll ja. Ja, aber Weizenmehl ist okay. Also so, gibst du mir mal gerade bitte Mehl rüber? Der Typ 405 ist okay. Genau. Das ist ja nur die Korndicke, ne? Mhm. So. Ich dachte, das wäre der Mahlgrad irgendwie. Das ist dasselbe. So. Also wie fein das Pulver ist. Und jetzt können wir mal gucken. Ich habe gesagt, 3 Esslöffel ungefähr. Gehäuft oder gestrichen? Nee, normal. Jetzt mache ich mir hier so einen Gehäuften. Mal so einen Gehäuften. 20 Gramm. 25 Gramm. Oh, siehst du? Ja, daran erkennt man die Rockmusiker, ne? Die bei so einem Pulver genau wissen, wie viel Gramm das ist. Ich weiß gar nicht, wovon du redest gerade. 49 Gramm. Und habe ich jetzt abgehört. Soll ich noch 1 Gramm dazu machen? Nee, müssen ja so 60 Gramm ungefähr sein. Mach ruhig noch einen leichten Löffel drauf. Achte. Und? 56. Ja, ne? Darf es ein bisschen mehr sein. Wie beim Metzger. Und? 60 Punkte. Reicht. Perfect Gramm Pump. Reicht. Wie beim Tanken. So. Genau. Also ich muss auch dazu sagen, für die Leute, die eher so auf figurbewusstes Essen stehen, dieses Essen hört unseren Podcast jetzt nicht weiter. Genau, weil dieses Essen ist jetzt nicht viel unbedingt. Viel Öl, viel Mehl, viel Wurst, viel. Aber geil, saugeil. So, jetzt. Warten. Okay. Wir machen das gleich. Ich lasse das noch ein bisschen einreduzieren. Du kannst mir schon mal die Garnelen kannst schon mal aufmachen. Garnelen, ich nehme die jetzt mal aus der Packung. Ich habe fertige Garnelen genommen, die sind. Ich glaube, die sind aber noch roh, oder? Ja, ja. Nee, gekocht, geschält, entdarmt und aufgetaut. Ah, ist okay. Ist das okay? Ja, die tun wir jetzt einfach dazu und lassen die mitziehen. Also, das muss ich nochmal, soll ich die nochmal abwaschen? Ich glaube, die brauchst du nicht abwaschen. Ich weiß nicht, ob dann Aromaflöten geht, wenn man die wäscht. Mm. Wie bei Pilzen. Kannst du einfach so mit dazu kippen? Ja. Einmal. Jo. Wir nehmen natürlich 2 Pakete. Jo. 200 Gramm Garnelen. Wir sehen auch 2. Genau, okay, jeden Paket Garnelen. So, das heißt also, wir haben jetzt mal zusammengefasst 250 Gramm Hähnchenbrust genommen. Wir haben etwa 200 Gramm Chorizo-Brust. Ja, ungefähr so. Ungefähr. Einen halben Ring habe ich genommen. Und dann 200 Gramm Garnelen. Aber wie gesagt, Rezept sehe ich aber gerade für 6 Personen und enthält andere, aber ihr könnt euch das runterrechnen. Ja, genau. So. Also ich für 2 und man kann das ja am nächsten Tag nochmal aufwärmen, da schmeckt es nochmal besser. Das ist übrigens mit jedem Eintopf das so. Mit allen Töpfen ist das wirklich so. Also wenn wir machen halt öfter mal zu Hause einen Hühnereintopf oder einen Rindfleisch-Eintopf mit Beinscheiben, das ist ein Tag danach nochmal. Oder auch die Bolo. Das zieht halt noch durch. Ne? Ah, was ich noch zur Bolognese sagen wollte. Bolognese kriegst du nicht in Italien. Du bekommst keine Bolo, du musst Ragout bestellen. Und dann bekommst du eine Bolognese. Weil geht es da um das Hackfleisch. Ja. Das ist halt etwas grober geschnitten als bei uns. Das ist nicht so fein, feines Hack. Und die nennen das halt eben Ragout. Hm? Okay. Und Bolognese, also ist, wenn du in Italien Bolognese bestellst, dann wirst du komisch angeguckt. Oder? Genau. Also ich dachte, in Bologna gäbe es eine Bolognese. So, jetzt haben wir ein Foto von den Krabben gemacht. Da gibt es eine sehr schöne Folge mit Jamie Oliver in irgendeiner Kochsendung, wo er nach den Ursprüngen der Lieblingsessen zu gucken. Er sucht hat die Ursprünge der Bolo, der Bolognese und kommt irgendwo in Italien, ich weiß jetzt gar nicht, ob das wirklich in der Nähe von Bologna war, hieß es, in dem Dorf so und so, da wohnt die Frau Signora so und so, die ist 80 Jahre alt und die kocht seit 70 Jahren Bolognese.
also Ragout, das ist die beste Bolognese der Welt. Und die hat dann halt eben dann gezeigt, wie man die kocht. Und das Lustige ist... Die hat so ein kleines Restaurant da oder musst du 10 Jahrzehnte vorbestellen oder was? Nee, zu Hause. Oh, geil. Hat die gemacht. So. Geil. Also privat eher, ne? Und am Schluss, wo er dann dachte, oh, jetzt ist die bestimmt fertig, jetzt probiere ich mal, wollte er probieren. Da knallt die dem auf die Finger. Er sagt, irgendwie Pasta oder... No. Ne? Und dann holt sie ungelogen auf diesem Riesentopf, ja, wo die Soße drin ist, einen kompletten Klotz Butter, ich glaube einen Pfund. Du hast gerade die Topfgröße mit etwa einem Meter gezählt. Also das ist so ein, das ist so ein Topf. So ein großer Suppentopf, so ein Riesending, wo du so einen ganzen Hahn reinspeist, wenn du so eine Hühnersuppe zu machen. Genau, zum Beispiel. Und die holt einen ganzen Klotz Butter am Schluss. Ja. Platsch. Sagt, warten. Und wieder aufgelöst war, hat sie umgerührt, hat gesagt, jetzt kannst du probieren. Der Jamie Oliver, ich meine, dann war auch, also da darfst du nicht sehen, glaube ich. Wenn du, also klar, wenn du Koch bist in einem gewissen Level, glaube ich, musst du schmerzfrei sein, was bestimmte Sachen betrifft. Habe ich neulich eine Kurzstrecke von Pierre Krause mit Tim Melzer gesehen, ach, wo sie Steaks gebraten haben in Fett aus Rinderhodensäcken. Ach du Scheiße. Ja. Aber, man muss auch nicht alles mitmachen. Ja, genau. Aber sei halt das beste Fett, wie auch immer. So, jetzt lassen wir das ein bisschen. Das sieht sehr lecker aus. Lass mal das ein bisschen ziehen. Also, genau. Ich muss mal gucken, ich mache noch ein bisschen Paprika drauf. Und zwar. Welchen haben wir denn? Rosenscharf, ne? Ja, wir haben ja schon scharfen Cayenne. Dann holen wir mal edelsüß. Edelsüß, okay. Du ein bisschen Süße. Dann machen wir mal ein bisschen edelsüß dazu. Oder Zucker? Nee, kein Zucker, sondern kein Tomaten. Ahornsirup. Ketchup. Ketchup ist gut. Cola. Ja, genau. Aber da dachte ich jetzt zum Beispiel, die kommt vielleicht da rein, weil. Das ist auch so ein amerikanisches Ding, dass bestimmte Volksgerichte, dass du da Cola reinkippst. In Barbecue-Soße, in verschiedene Barbecue-Soßen, da kommt tatsächlich Cola rein. Ja. Mhm. Gut, die zerfrisst auch das Fleisch schön. Also, da gab es doch zu unseren Schulzeiten immer die Experimente, von wegen, leg mal ein Stück Hähnchen in ein Glas Cola für 2 Tage, dann ist das weg und so. Ja, aber guck da mal. Ich habe Cola getrunken, ein Hähnchen gegessen. Also, muss dann mal Mythbusters angucken. Da versuchen die diesen Mythos zu basten. Okay. Ich weiß aber nicht mehr, was rauskam. Ja. Schon länger her. Am Mythbusters habe ich mich irgendwann ausgeklinkt, weil die mir zu assig wurden. Ich muss mal. Die angefangen haben. Im Schlachthof Schweinehälften zu kaufen, den Matrosenanzüge anzuziehen und sie dann in Fetzen zu schießen, habe ich gedacht, das ist keine Zeit mehr, in der man sowas tun sollte. Mm. Aber vielleicht habe ich da auch zu sehr einen moralischen Zeigefinger draußen. Oder, oh, mal, das geil oder mal einen Löffel, dann probierst du mal so ein bisschen von dem Sud. Ja, den mache ich mal auf Bioleck. Mm. Wie hat der mal gemacht? Oh! Mm. Mm. Die badischen Weine sind toll. Die badischen Weine sind toll. Mhm. Oder wie so Mund schon immer imitiert hat. Mhm. Schmeckt nach Pflaume. Also riechen tue ich mal gut. Boah. Mhm. Was schmecke ich denn hier alles? Alles. Boah. Ja, das Geile ist, da entsteht wirklich ein komplett eigener Geschmack. Boah, mit ein bisschen Schärfe im Abgang, aber ganz leicht. Ja. Entsteht ein Geschmack, den du nicht mehr definieren kannst. Mhm. Ein komplett eigener Geschmack. Das ist der Hammer. Das hat Wahnsinn. Das hat Gambo. Okay. Mhm. Das ist geil. So, dann haben wir ein Glas von der... Hat er nicht auch Bill Cosby in seiner Show öfters von Gambo oder hat er immer Jambalaya gekocht? Ich weiß es nicht mehr. So lange her. Hm. Oder und der hat immer die riesen Sandwiches gemacht. Genau. Aber so. du warst ja länger in den USA unterwegs am Stück. Ja. Du kannst ja von großen Portionen, kannst du ja erzählen. Ich kann davon berichten, ja. Ich habe ein Heart Attack Grill in Las Vegas gegessen. Ah, ja, stimmt. Der Heart Attack Grill rühmt sich, das ungesundeste Restaurant der Welt zu sein. Kann man ruhig mal, liebe Hörer, googelt es. Es ist so. Wenn du schwerer als 350 lbg bist, isst du gratis. Pommes werden ausschließlich in 350 Pfund. lbg. Was ist denn das? Amerikanische 450 Gramm oder so ist ein amerikanisches Pfund. Ne? Die Google-Maschine schnell. 350 lbp in Kilo. Wenn du also Moment, ach ja, ich bin hier jetzt noch am Google. Das sind 158,75 Kilo. Und wenn du so auf die 160 Kilo zugehst, dann darfst du da immer gratis essen. Wow. Die Pommes werden in, also alles mit den massiven Portionen serviert. Die Pommes werden ausschließlich in Schweineschmalz frittiert. Die Burger, ein Patty, sind glaube ich 500 Gramm und du kannst bis 8-fach bestellen.
Die sind dann auch so 70 cm hoch. Du hast die Pommes, ja, die Pommes, da hast du ein, da hast du so einen Pfund Chili drauf. Das ist die Soße und Käse. Und, die Chili Cheese Fries. Genau, und wenn du dein Essen halt mit aufwählst, dann, die laufen halt alle als Krankenschwestern rum und haben so Holzpaddel. Und wenn du dein Essen nicht packst, musst du dann so einen Pranger und kriegst einen Arsch versucht. Ich hab gedacht, man kriegt einen Einlauf. Ich hab mein Essen gepackt, ich hatte einen zweifachen und das war schon echt schlimm. Du hast mir doch ein Video davon geschickt. Ja, es gibt ein Video, das werde ich aber jetzt nicht veröffentlichen, wo ich den Arsch dann versucht gekriegt habe. Aber aus purem Spaß und Freude habe ich mir den Arsch versucht. Ja, du hast auch total glücklich ausgesehen. Du hast in so einen OP-Kittel gesteckt, aber man muss auch sagen, mit Klamotten drunter, ne? Und das Ding ist halt, du kriegst halt zu trinken nur Alk oder Zuckergetränke, keine Leitgetränke. Und es gibt nur ein Getränk, weil billiger ist als das ganze Zuckerzeug, weil sie das wohl müssen irgendwie. Das Wasser? Wasser oder Milch, ich bin mir nur ganz sicher. Also war ziemlich wüst. Und dann sind wir so, fährst vom Hardtack Grill zu unserem Hotel, wir haben damals im Luxor gewohnt, fährst du normalerweise so eine Viertelstunde, 20 Minuten. Mhm. Und wenn der Strip halt leer ist. Der Strip war voll, wir sind anderthalb Stunden gefahren wegen Stau. Und ich habe halt gemerkt, dass, sage ich jetzt mal einfach, der Choco-Auto nicht nur angefangen hat zu hupen, sondern auch einen ziemlich großen Anhänger dann mit sich führte. Und ich habe wirklich gekämpft im Hotel. Und das Schlimme war, ich möchte jetzt hier kein Fäkalgespräch anfangen, aber am nächsten Tag sind wir heimgeflogen und dann bin ich in die Untersuchungsräume geführt worden, weil nämlich der Scanner bei mir dort ausgeschlagen hat. Und die haben dann ernsthaft gedacht, ich hätte Kondome mit Dope oder so in meinen Därmen, weil die Därme so voll angezeigt wurden. Und dann habe ich denen das erklärt mit. Und habe versucht, das freundlich zu formulieren, habe gesagt, geben Sie mir doch einfach mal eine Viertelstunde einen Tass Kaffee und eine Zeitung. Und dann können wir das Ganze schnell klären. Und als ich denen erklärt habe, dass ich gestern im Heart Attack Grill war, da war ein kollektives Gelächter. Und dann durfte ich weiter. So, jetzt kommen wir zum spannenden Teil von unserem Gericht. Wir werden jetzt den Einbrennen machen oder die. Also die Mehlspitze. Das ist so ein bisschen die große Kunst. Ne? Das genau. Kann nicht jeder. Das Ding ist halt eben, man muss bei mittlerer Geschwindigkeit, bei mittlerer Hitze muss man dieses Öl erhitzen und das Mehl ist halt schon eingerührt. Man muss das ständig umrühren, muss man das aufkochen. Also war ja kein Witz eben. Nee. Gut. Und das dauert, bis dieses Öl anfängt zu kochen. Es darf aber nicht zu schnell kochen, sonst wird das Ganze bitter und dann kann man neu anfangen. Okay, gut. Und die Farbe sollte nachher karamellig sein. Oh, schön. Mhm. Du stellst also die Hitze ein und ich rühre einfach. Genau. Und du musst unter ständigem Rühren. Das geht bis 9, das Ding. Ja. Dann machen wir auf 5. Oh, so, hoppla. Halbe Flamme, genau. Mhm. Platte wählen. Habt ihr richtig Platte? 4,5 kannst du halt auch nehmen, ein bisschen auf der Hälfte. Ja, machen wir 4,5. 4, ja. 4,5. Dann rühren wir so das Öl, also das Mehl rühren wir mal so vorsichtig in das kalte. Du streust halt auch rein, ne? Genau. In das kalte Öl gestreut und schön gerührt. Genau. Ich bin noch am Überlegen, ob wir wirklich alles an Mehl holen. Klar. Wir nehmen immer alles. Okay. Du hast ja auch alles an Butterschmalz genommen. Ja, das war doch nur ein Pfund. War doch nur ein Pfund. So. Ach so. Krass, guck mal, das karamellisiert schon. Nee, das ist nur, weil sich das Öl halt durch das... Die Suspension, die da gerade durch entsteht. Das, ne? Ich habe keine Ahnung mehr. Hör mal, Festpartikel in Flüssigkeit gelöst ist, glaube ich, oder ist Öl nicht schon eine Emulsion in sich? Liebe Nerds draußen an den Empfangsgeräten. Okay, ich oute mich jetzt. Ich hatte doch tatsächlich, als ich noch in der Schule war, im Gymnasium, hatte ich, wie heißt das, Chemie als Leistungskurs. Ja, ich habe nichts mehr. Ich weiß gar nichts mehr. Ich weiß noch die Formel für Wasser. Ich habe Chemie komplett verkackt. Ich auch. Ich war in der Mittelstufe, war ich richtig gut. Ja. Dann habe ich gedacht, oh cool, mache ich Leistungskurs. Hört ihr das? Wahnsinn, was ist denn das? Ist das jetzt am Kochen? Nein, das dauert ewig. Ist ja nur Geploppe von dem, von dem, genau. Schlotz. Ja. Das Geploppe von dem Schlotz. Von den Schlotz. So. So, soll ich weiter rühren? Das hier heben wir uns auf. Okay. Ich rühre das hier noch ein bisschen ein. Ja. So, und jetzt musst du wirklich dauernd rühren. Genau in dem Tempo. Nein, du kannst natürlich langsam rühren. Ich rühre halt jetzt nur so schnell. Damit sich das verteilt. Damit sich das nicht klumpt. Ah, verstehe. Soll ich einen Schneebesen zum Rühren nehmen? Nee, einen Holzlöffel. Muss ein Holzlöffel sein. Was ist der, das kommt her um den Holzlöffel? Dieser Holzlöffel, der kratzt halt nicht an dem Topf.
Ja, aber ich habe Spezialschneebesen, die hat auch nicht tun. Ja, aber so mit dem Löffel hast du mehr Fläche. Okay. Ist auch irgendwie geiler. Und vor allen Dingen, wie gesagt, das fängt halt irgendwann an zu köcheln. Das kann aber dauern. Ja, halbe Stunde oder so, stimmt. Okay, ich rühre jetzt. Ich rühre jetzt eine halbe Stunde. Marathon rühren. Willkommen in Japan. Wir befinden uns heute bei der Disziplin des Dauerrührens. Ah, nee, falsch. Werde ich jetzt Weltmeister im 100 Meter Freistil rühren? Ich bin auf die falsche Platte gegangen. Ich drehe die hier mal runter. Ja, so, da geht jetzt schon Köcheln los, oder was? Ja, dort lassen wir. Du lässt halt immer schon rausreduzieren. Genau, ne? Und wenn das ich dann denke... die Hitze drin konservieren mit dem Deckel ist nicht, muss nicht, ne? Dann wäre halt ja auch ein geiles Essen auf offenem Feuer, ne, in so einem Topf. Ja, das kann man durchaus so auf so einem, wir haben zu Hause... Dutch offen oder... Wir haben zu Hause so einen russischen Ofen. Ja. Kann man sagen, den man auch früher in der DDR gern gehabt hat. Das ist halt so ein, so sahen sie aus wie ein Fass. Ja. Unten macht man ein bisschen Holz rein, der hat einen Auspuff, ein Schornsteinchen. Ja, ja. Und da kannst du halt einen Kessel reinhängen zum Eintopf kochen. Du kannst aber auch einen Grill drauflegen, kannst drauf grillen. Also da ist nur eine hochgezogene Feuerschale mit einer Befestigung. Genau, genau. Ja? Und ich habe den mal im Einsatz gesehen, fand ich sehr lustig, bei Kitchen Impossible, glaube ich, ist das, wo der... Das ist Melzer, ne? Ja, wo er was nachkochen muss, ohne zu wissen, wie es geht. Und da war er bei einer Familie aus Kasachstan und die haben das kasachische Nationalgericht gekocht. Oh, nee, Bloff. Nee. Ich weiß nicht, wie es heißt. Ich weiß nicht. Es ist auf jeden Fall ein Eintopf. Ja. Allerdings sind auch noch Fladenbrote dabei und so Art Plinis. Ja. So Teigtaschen. Ja. Und was ich interessant fand für diese Teigtaschen, den Teig, den sie gemacht hat, da kam Mayonnaise in den Teig. Der wird halt ausgebacken in Öl. Und alles auf demselben Ofen. Und in diesen Eintopf kommt halt rein Fleisch und Zwiebeln. Aber Hammel, Pferd und Rind. Das ist, kenne ich. Mhm. Ich habe mal kasachisch gegessen. Ich noch nie. Würde mich mal interessieren. Es gab, wie gesagt, öfters Plov. Mhm. Plov ist ein Eintopf hauptsächlich aus Reis und Fleisch, den ich extrem gemocht habe. Dann gab es auch ein Essen, das hieß, ich rieche in der Variniki. Das war eine Art Ravioli, aber gefüllt mit einer Füllung aus Zwiebeln und Kartoffeln. Kartoffelstampf. Beshbamak heißt es. Weil, also die Sachen, die ich so gegessen habe, war eher so die Alltagsküche. Das war jetzt der Festeintopf. Das ist schon so für sonntags ist das. Ah, ja. Und ich fand das sehr interessant, weil diese vielen Fleischsorten da reinkamen. Ja. Und der Herr Melzer nicht auf Pferdefleisch kam. Hammel und Rind, ja. Und Hammel auch nur aus Zufall, als er die Zutaten in einem Russenmarkt sozusagen gefunden hat, für diese Teigtaschen. Die gab es nämlich auch als Fertigteich, er wollte das aber selber machen. Da stand halt drauf, passt zu. Und dann stand da Lamm und Hammel. Wie hießen denn die Teigtaschen? Das weiß ich nicht mehr. Leider weiß ich das nicht mehr. Einfach mal verschieden. Gib mal ein kasachische Teigtaschen. Das, wir schauen hier in unseren Wissenszahlen. Lasagne-ähnliche, hauchdünn ausgerollte, gekochte Teigfladen. Mir steht ja nicht. Okay. Und das mit dem Pferd hat er halt nicht auf dem Schirm gehabt. Und er hat auch mit dem Ofen, kam er nicht klar, weil man immer eine gleichbleibende Hitze mit dem Holz hinkriegen muss. Ja, gut. Und man muss halt alles in diesem Ofen machen. Ja. Also frittieren, Suppe kochen und Fleisch garen. Gleichzeitig. Nacheinander. Übereinander hängen. Ja, nacheinander. Ah, okay, du musst da einen Plan machen. Ja. Und das fand, und die Dame, die das da gemacht hat, das fand ich sehr, sehr cool. Mache ich das richtig? Ich bin hier, du machst das sehr gut. Du kontrollierst. Es hat jetzt etwa so die Optik von so einer Champagnercreme, oder? So, ja, so ein bisschen. So ein bisschen. Mhm. Genau. Es ist auch ein bisschen ruhiger geworden jetzt am Herd, weil ich das Hauptgericht sozusagen runtergedreht habe. Das zieht jetzt nur noch, ne? Der Gart vor sich hin. Ja, das ist am Simmern. Simmern? Mhm. Im Hunsrück? Richtig. Jawohl. Inne bei Kirschberg. Genau. Wo der Schinderhannes her ist. Ist der aus Simmern? Der ist da oben aus der Ecke. Ja. Boah, ich liebe das. Du bist ja voll von unnützem Wissen. Der Schinderhannes aus Kirschberg. Ja, genau. Du warst doch bestimmt schon mal an der Geierlei, oder? In der Nähe von, ist er denn in der Nähe von Simmern? Oh, das weiß ich gar nicht. Mörsdorf heißt er auch. Kann sein, ja. Eine Hängebrücke über. Ah, doch, da bin ich da drüber gelaufen. Ja, da war ich auch neulich drüber, vor zwei Wochen. Ja. Und das war ganz schön geil, weil ich Höhenangst habe. Oh, okay. Ich habe mich so ein bisschen gezwungen.
War ganz nett. Das war mal die längste Hängebrücke für Fußgänger in Deutschland. Der hat, lustig fand ich eigentlich die Peripherie drumherum, weil du hast natürlich gemerkt, Corona und so, die wollen jetzt halt wieder richtig touristisch abgehen. Ich kam also in den Ort rein und in dem Ort dachte ich, wäre Kirmes. Aber da war keine Kirmes, da war einfach... Die sind nur für die Brücke da. Ja, genau. So. Das ist der Wahnsinn. Dann sind wir zur Brücke gelaufen und vor der Brücke, so direkt vor dem... Die haben mittlerweile ein Kassenhäuschen, die Brücke ist eigentlich gratis, aber um die ganzen Corona-Maßnahmen zu bezahlen und zu finanzieren, verlangen die sich so 5 Euro Gebühr. Völlig okay. Das finde ich voll okay. Und da steht... Da standen zwei ältere Herren vor dem Kassenhäuschen. Einer hatte eine ranzige 80er-Jahre-Kühlbox, aus der er irgendwie kalte Getränke verkauft hat. Und hat dann meinem Sohn so ein Snickers geschenkt, weil er kurz vorm Flüssigwerden war. Also weil die Kühlbox halt auch... War schon am Ende. Eher mehr Box als kühl war. Und nebendran stand ein Typ, der hat mit einem Leierkasten in Abba-Metal gespielt und etwa zum Brüllen. Der hat halt wirklich, ich denke, die ganze Zeit für eine Scheiße, wer macht denn mit dem Leierkasten Abba? So, dann sind wir über die Brücke gegangen. Dann stand auf der anderen Seite ein Eisverkäufer. Der hatte Nasenbluten. Also der hat entweder gerade aufs Maul gekriegt oder irgendwie, der hatte Nasenbluten. Aber in den grauen Bart rein und so ein bisschen verkrustet. Und sagte dann aber, er hätte das beste Zitroneneis und Bananeneis der Welt. Und sein italienischer Kumpel würde das machen. So, das war so ein bisschen, wie soll ich sagen, das war schon so ein bisschen assi. Aber der Typ war auch sehr nett. Man merkt halt bei Leuten, die quasi dich neu kennenlernen und so als ersten Satz so weit sagen wie, ich sag dir jetzt mal eins und das musst du mir glauben, dann weißt du, du musst dir nichts glauben. Auf jeden Fall. Wir haben uns gut unterhalten, ich habe dann Eis rühren, dann gekauft. Rühren. Ich hab dann schaumig? Ja, ist das gut, wenn er schaumig wird? Ja, fängt er doch gleich schon an zu rühren. Das siehst du mal hier, weil ich so geil rühre. Mhm. Naja, und der Typ hat uns dann Tipps zur Hundeerziehung gegeben, wir hatten einen Hund noch mit dabei. Und das war ein sehr amüsanter Tag, das waren alles sehr nette Freaks in Mörsdorf da. Überall, also wo du hinkommst, auch in den Restaurants und so, da war kein normaler, langweiliger Mensch. Da waren nur so abgefahrene Leute. Ich mache jetzt ein bisschen Wasser drauf. Ja, aufs Gambo. Genau, weil wenn ich noch mehr Fond drauf mache, dann wird es vielleicht salzig. Okay. Nachsalzen kann man immer, entsalzen ist ein bisschen schwierig. Wie kann man denn entsalzen, Herr Lafa? Das ist eine gute Frage. Mehr Wasser und mit Zucker, ne? Gut, aber sobald du mehr Wasser reinkippst und lässt halt wieder weg reduzieren, dann hast du halt Salz ja wieder am Essen. Oder? Ich weiß es ja nicht. Ich auch nicht. Ich mach jetzt einfach so. Ja. So, hier wird immer schaumiger. Ja, immer weiter rühren. Wie ist das von der Wärme her? Ja, wird schon ein bisschen wärmer. Ja. Gib mal den Finger rein. Nein, Quatsch. In heißem Öl. Sie baden gerade ihre Hände drin. Geschirrspülmittel? Genau. Nein, in heißem Öl. Au! Genau. Welpenblut. Oh, das riecht mega, ne? Ich freue mich schon voll auf das Festmahl gleich. Also nachher. So, man hört mich auch ganz deutlich rühren mit dem Holzlöffel. Ja. Ich versuche einen gleichmäßigen, ich würde mal sagen, gleichmäßigen Mittempo Bossa Nova zu rühren. Ja, geht. Ja? Okay. So Snare-Besen. Stell dir Girl from Ipanema vor, der Blue Bossa. Das ist so ein bisschen wie, genau, du musst dir Girl from Ipanema vorstellen beim Ruhrühren, so wie du dir Hahaha Staying Alive oder Atemlustige Nacht bei der Herz-Lungen-Wiederbelebung merken sollst als Tempogeber für die Herzpassage. Kein Witz. Habe ich den Erste-Hilfe-Lehrgang so gelernt. Okay. Entschuldigung, ich wollte jetzt gerade kurz mit dem Kopf... irgendwo gegen. Wieso? Ich finde die Bee Gees geil. Bee Gees sind super. Hast du schon die Bee Gees gehört? Hast du die Platte schon gehört? Nein. Foo Fighters haben doch eine Platte gemacht mit Bee Gees Songs. Doch, da habe ich einen Song habe ich geguckt. Ziemlich geil. Das war lustig. Hail Satin. Mhm. Da gibt es auch ein sehr schönes, schönes Drum Battle von Dave Grohl und Animal von The Muppets. Ja gut, der hat, wobei ich muss ja sagen, der Foo Fighters Drummer, wie heißt denn der noch? Der Typ mit dem kernigen Gebiss. Taylor Hawkins. Genau, den finde ich ja mega, ne? Der kann saugut singen. Drummer. Der kann auch saugut singen. Ja. Da gibt es ein Video, wo sie in,
ich glaube, im Wembley-Stadion treten sie auf, ja, mit Jimmy Page und John Paul Jones. Dave Grohl trommelt und Taylor Hawkins singt Rock'n'Roll von Led Zeppelin. Und er klingt original wie Robert Plant. Meine Lieblingssession von Foo Fighters ist definitiv Foo Fighters mit... wir haben gerade einen Unfall. Ich habe irgendwie mein Auge brennt. Ich glaube, du hast dir gerade Gambo ins Auge gespritzt. Ich habe mir irgendwas ins Auge reingerührt und... Brauchst du eine Augentusche oder Wasser? Oder? Ein bisschen Wasser gleich. Oder einfach nur ein Stück Küchenrolle. Ja, ach, geht schon wieder. Küchenrolle ist hier. Nee, geht schon wieder. Ich hab jetzt brennt das andere Auge. Ah ja, gut, alles klar, hast du rübergerieben. Genau. Auf jeden Fall Foo Fighters zusammen mit Rick Astley, Never Gonna Give You Up, im Mashup mit Smells Like Teen Spirit spielen. Ah, cool. Also würde ich quasi die Akkorde von Never Gonna Give You Up in dem, in dem Gitarrenrhythmus von Smells Like Teen Spirit spielen. Ist mega. So, der Schaum steigt, ne? Hier ist in gut. Meiner ja. Ruhe. Genau. Und die Ruhe, wenn die fertig ist, wird die da drüber gekippt, über das Gambo. Und genau. Dann wird das fester. Dann wird das dann so. Wird das noch mal, dann brettert nochmal ein bisschen an. Ja. Weil ist ja wie wenn du. Ist ja heißes Fett. Ja. Und das ist ja ein bisschen heißer als 100 Grad. Ich rühre hier in heißem Fett. Ich komme mir so männlich vor. Und Vorsicht, dass nichts spritzt, weil das tut echt weh. Ja, wir sind hier so männlich beim Kochen. Wir machen uns selber schwanger. So. So. Gut, also heißes Fett. Gut, also ich bin immer noch hier in der Kasserole am Rühren, mal mit, mal gegen den Uhrzeigersinn. Das ist gut. Dann und immer wieder schön kräftig über den Boden am Kratzen dabei. Dass ne? Nichts ansetzt, genau. Um die Partikel in Motion zu halten. Schön Magnetrührer, also Chemie oder Chemie. Schmeckt nochmal kurz ab. Und? Ja. Dann mach ich das noch sauber. Du machst den Löffel sauber? Ja. Warum? Weil ich den im Mund hatte. Ach so, wegen Corona. Nee, ich... Du, wir haben auch mehrere Löffel hier, ne? Ach so, ja, aber da brauchen wir nur einen zu spülen. Ja, die Landjugend. Bei der Oma. Es wäre ja wirklich gelernt. Lustig, also ich wüsste ja mal gern, wenn jetzt hier wirklich die Leute so zuhören, wer dann wirklich auch mal parallel mitgekocht hat. Also wer auch immer mitgekocht hat, bitte schreibt mir... Und schickt Bilder von dem fertigen Ergebnis. Weil genau. Wirklich, wir machen hier alles in Echtzeit. Hier wird nichts, hier war nichts vorbereitet. Hier ist auch nichts überbrückt von der Wartezeit her, sondern wir ziehen das Ganze durch wie echte Kerle. Wir kochen einen Topf wie ein Otter. Genau, und trinken dabei alkoholfreies Bier. So, und ich rühre hier. Rühr du. Hat sich schon mal einer tot gerührt. Was? Hat sich schon mal einer tot gerührt. Ist das ein Küchengag? Nee, das ist so. Hat sich schon mal einer tot gerührt? Ich kenne das von Heinz Erhardt, wo es um das Skatspiel geht. Das Lied um das Skatspiel. Das ist auch mischen. Hat sich schon mal einer tot gemischt. Du Mischling. Skat habe ich ja nie gelernt. Ne? Ich auch nicht. Bin ich viel zu blöd für. Ich kann Mau-Mau. Mau-Mau kann ich auch. Ein Doppelkopf konnte ich machen, aber. Kann ich nicht. Weißt du, hier im Ort. Also ein Quartett. Hier im Ort wurde ich schon zum Skatspielen eingeladen, aber ich kann nicht halt nicht. Das ist halt blöd. Autoquartett ist geil. Ja. Und dann immer irgendwas ganz schnell sagen. Stich. Und dann immer Stich am Ende, genau. Stich. Ich hatte eins mit Düsenjägern. Ich habe neulich gesehen, dass du Quartette kriegst mit Diktatoren und so. Ja, ich hab eins mit solchen. Das ist aber von Prä-Corona-Zeit. Ja, ich hab mitgebracht. Genau, super Trumpf ist jetzt Corona. Genau. Keine Chance mehr. Ja, aber waren so unangenehme Sachen drin wie Ebola und Dengue-Fieber. Und ich glaube, hier fängt es auch an zu riechen bei mir. Das ist gut. Jetzt nicht nur bei dir, sondern auch bei mir. Der Effekt von dem Roux ist auch noch, dass es dem Ganzen eine nussige Note gibt. Spricht man da denn auch Roux aus? Es ist halt was Englisches, aber Französisches. Das ist wie in Louisiana und Mississippi und New Orleans halt. Vielleicht nutzt man die auch Zeit und erklären, dass man, warum Französisch immer wieder ein Thema ist. Das ist ja ein kreolische Küche großer ist ja Einfluss. Eigentlich französisch basiert. Ne? Mit afrikanischen Einflüssen. Genau. Sprich, die Kreolen, war das denn eine Mischung aus afrikanisch-französischen Beziehungen? Nennt man das dann kreolisch? Haben die sich Kreolen genannt? Bevor ich jetzt hier unwissenderweise rassistisch werde. Aber ich glaube, so war das. Ne? Das war so französische Leute und ehemalige Sklaven oder so. Also eigentlich kommt das aus dem Spanischen. Oh, gut. Dann fangen wir jetzt bei Null an. Dann erklär mal, woher kommt Kreolisch? Und Cajun?
Cajun, Cajun, Cajon, tja, muss ich mal suchen. Das ist schwer. Was ist denn da dran schwer? Du hast doch Google. Ah, hier mal doch, Creoles in den USA. Das ist so, ja, eigentlich Nachfahren aus der Karibik-Kolonien. Verstehe. Die aber auch, wie gesagt, von aus französische Kolonien. Ja, Karibik war ja viel, in Haiti spricht man ja heute noch Französisch, ja, glaube ich. Und, das ist lustig, weil das fängt mit H an. Haiti. Naja, und ich glaube... Das wäre etwa so, wie wenn die chinesische Kolonie Ragnarök heißen würde. Mayo. Nee, aber die Südstaaten waren ja französisch. Ja. New Orleans war ja sehr lang französisch. Ja, gut, und, klar, ja. Und da hat sich das halt so in den Sprachgebrauch mit eingebürgert da. So, wie gesagt, das wird ja auch New Orleans heißen. Nouveau Orleans. Und nicht New Orleans. Ja. Wo ja auch die Wiege einer Musikrichtung. Der Jazz. Steht Jazz und Blues, ja. Deswegen ist halt ja auch eigentlich für Musiker interessant, sich mit Soul Food mal zu beschäftigen, weil ich glaube, du verstehst dann das Lebensgefühl besser. Ich glaube zwar nicht, dass ich jetzt auch nur einen Ticken besser Blues spiele, wenn ich hier das Gambo gegessen habe, aber ich glaube, dass ich vielleicht einen Ticken zufriedener Blues spiele. Ja. Zumindest heute. Ist halt oder schon mit Schmerzen. Halt eins von beiden. Ach so. Mal gucken, wie es nachher schmeckt. So, ich bin immer noch fleißig vom Rühren. Ja, ja. Man denkt, jetzt geht's los. Du schiebst mir immer so den Topf wieder zurück auf die Platte, weil ich so fleißig rühre, dass der so immer durch die Seitenführungskräfte so leicht von der Platte geschieht. Ich bin gerade überlegen, ob wir vielleicht ein kleines bisschen höher drehen. Du willst mich ja nur quälen, ne? Nee. Du drehst halt jetzt runter und lässt halt jetzt... Nee, ich spritze ein bisschen rum mit dem Öl. Darum bin ich ein bisschen auf Seite gegangen. Ach so. Grad. So, machen wir mal noch fünf. So. So. Und wenn das anfängt zu köcheln, dann ist Obacht geboten. Da müssen wir nämlich gucken, wie in der Farbe, dass es halt wirklich in Richtung Karamell geht und nicht dunkler wird. Ist halt, muss halt ganz farbecht sein, weil dann besorge ich eine richtige Lampe, weil, weißt du, wie bei den Monitoren. Dann, also, ich stelle mir gerade so zwei Grafiker vor, die sich so darüber streiten, ob das jetzt ein richtiger Karamellton ist oder ob dann noch... Ich weiß ungefähr wann. Also die RAL-Farbe ist dir bewusst, die hier zu nehmen. Und noch ein bisschen Wasser drauf, so... Wasser, schönes Wasser. So, kaltes, klares Wasser. Aber das reduziert wirklich ein. Das wird so eine, also gerade das Gemüse wird immer mehr zu so einer einheitlichen Matschepampe. Genau. Die tatsächlich dann die Basis von der Soße nachher wird. Ne? Genau. Jetzt verstehe ich das auch. Aber es sieht super aus. Und riecht auch lecker. Ja, ist mega. Schade, dass ihr das nicht riechen könnt, was wir hier riechen. Also aber ihr müsst halt nachkochen. Leute, ihr müsst nachkochen. So. Aber es gibt auch 1000 Rezepte für so ein Gambo und auch für ein Jambalaya. Das findet man alles halt in den einschlägigen Rezeptseiten. In denen sich da so gestandene Rockmusiker von morgens bis abends rumtreiben. Genau. Ne? Chefkoch.de ist unser YouPorn. Aber dann empfehle doch mal gute Rezeptseiten. Ja, du bist ja der gute Koch. Chefkoch.de und das hier ist halt, ich habe einen Teil vom Louisiana Gambo noch hier. Das ist von der Seite. Ja. tasteoftravel.at, das ist eine österreichische Seite. Wow. Da sind halt ein paar Sachen, die in Österreich anders heißen als bei uns. Zum Beispiel, wenn die von Paradeiser reden, sind das Tomaten. Marillen sind Aprikosen. Ja. Und Suppe ist Brühe. Neulich habe ich zum Beispiel im Netz gelesen, worauf wollte ich jetzt raus? Warte mal. Österreich? Im Netz gelesen, Österreich essen, ach ja, genau. Da hat einer versucht, Kaiserschmarrn. In einer Karte von einem Restaurant, also im Menü, international zu beschreiben. Also das internationale Wort dafür. Und er musste es wohl erfinden. Und dann hat er sich halt wohl grafisch überlegt, das fand ich total geil. Da stand Kaiserschmarrn und drunter als internationaler Begriff Pancake Massacre. Pancake Massacre. Ja gut, weil die zupft sie ja so auseinander. Yeah. Ne? Pancake Massacre hat es genau getroffen. Fand ich echt klasse. Siehst du, jetzt schäumt das auch nicht mehr. Der schäumt hat aufgehört. Der Johannes, der ist echt hier sich ein Wolf am Rühren. Der hat morgen einen riesen Arm auf der rechten Seite. Ich habe schon einen Feuchtbiotop unter der rechten Achselhöhle, nur von dem Rühren. Ach, darum die Pfütze auf der Arbeitsplatte. Genau, da wo das Fleisch liegt. Brauchen wir nicht mehr salzen. Genau.
Natursalz. Abquelle. Was machen Sie denn beruflich? Ich bin Saline. Ich bin Saline. Ich bin Saline. Hier kommt unsere Tochter, sie heißt Saline. So, aber jetzt sollte das aber auch gleich kochen. Ja, ne? Wie gesagt, da kann durchaus eine halbe Stunde dauern. Also man muss da wirklich Geduld haben. Da hat sie, hat man sich sein Essen richtig verdient. Mhm. Aber hätte ich das gewusst, das hat wirklich, denkst du mal, mach mal draußen auf dem Feuer. Oh, wobei da, dann da drüber ein bisschen. Da kann man schwierig dosieren von der Hitze. Mit der Hubhöhe über dem, weißt du, du hängst den Topf an die Kette. Ach so. Hier muss Schwenker natürlich. Mhm. Ja. Ja, sicher. Kein Folie. Wobei heute ist aber auch so kein so Schwenkerwetter. Ne? Nee, ist nicht wirklich schön. Ja. Es ist zwar nicht am Regnen, aber es ist auch nicht wirklich warm draußen. Ja, die Moselregion zeigt sich nicht von ihrer freundlichen Seite heute. Ja. Was wir zu wenig haben, haben sie in Südeuropa gerade zu viel. Nein. Wenn man nach Griechenland und die Türkei guckt. Ja, ist ja im Moment Dürre. Boah, 43 Grad, 44 Grad, also. Waldbrände ohne Ende. Ganz schlimm. So, hier tut sich was. Aha, was? Ich habe das Gefühl, Geräusche. Also ich will es gar nicht stehen lassen, weil ich weiß, wenn du das jetzt kurz stehen lässt, das ist ja immer so verführerisch, dann kocht das so ein bisschen auf, dann weißt du wenigstens, dass du da dran bist. Mhm. Aber wenn du dann schon anbackt, ist halt rum. Ne? Mhm. Dann muss er wirklich im Rühren aufkochen. Ne? Jo. Das ist, das ist harte Arbeit, definitiv, hartes Brot. Mhm. Aber der Geruch wird immer besser. Mir läuft echt schon die Brühe im Mund zusammen. So. Ja, man riecht jetzt auch so ein bisschen davon. Aber lustig, nochmal auf Alfredissimo zu kommen. Ne? Mhm. Das habe ich mir wirklich so in den 90ern oft angeguckt. Jetzt gerade fett gespritzt. Mhm, Vorsicht. In den 90ern oft angeguckt. Aber ich könnte jetzt nichts mehr zitieren davon. Das ist ein Schade. Ne? Ich hätte mir noch ein paar Folgen so angucken müssen. Oder generell so die legendären Kochsendungen. Mittlerweile ist das Thema Kochsendung ja schon wieder so ein bisschen cringy. Ne? Da hat ja keiner mehr Bock viel, drauf. Ne? Außer der neuen jetzt von Böhmermann vielleicht. Irgendwie brutzelt. Ja, die ich noch nicht gesehen habe. Ich habe die zwei Folgen gesehen, die bis jetzt kamen. Und? Interessante Gäste, die ich auch so nicht kannte. ZB? Chata. Okay. Und ja gut, Mozi Mabuse, die kennt man ja halt. Aber ist jetzt auch nicht unbedingt so die Fernsehsendungsrichtung, die ich mir angucke. Fernsehen ist generell schwierig geworden. Genau. Und die haben aber interessante Sachen gekocht. Böhmermann hat traditionell deutsche Sachen gekocht. Und die beiden anderen, halt Rata hat, ich glaube, der hat, wie heißt das, die Fleischspieße, ist das Köfte? Köfte? Ja, Köfte hat er gemacht. Und Mozi Mabuse hat Chakalaka mit Huhn gemacht. Oh, Chakalaka essen wir oft hier. Das ist, das sah sehr lecker aus. Das ist sehr lecker. Das können wir mal zusammen machen, Chakalaka. Das ist cool. Das ist, das ist definitiv ein Wahn, vor allem da auch, das ist auch sehr gesund, ne? Das ist ja alles Kohl. Also. Chakalaka ist auf Kohlbasis. Ne? Ah, okay. Dann ziehst du dir komplett Unmengen Kohl rein, du putzt dich richtig schön durch. Das ist dann gut für den Kamin, ja. Oh ja. Das Herr Schubeck, warum sind Sie pleite gegangen? Mein Essen war zu gut für den Kamin. Oh, hier spritzt aber immer mehr Öl. Ich glaube, es fängt jetzt auch an zu kochen. Echt? Also, es riecht auch so ein bisschen röstig. Halt mal gerade still. Ne? Ja, man riecht schon was, aber kannst weiter. Ja, kann's weiter. Dampft ja noch nicht. Ich halte den Kram in Bewegung. Ja, es gibt auch Hitze. Es hitzt. So. Es hitzt. Mhm. So, das Gemüse ist währenddessen schon komplett am Zerfallen. Genau. Und die Chorizo sieht auch wesentlich weniger fett aus. Die hat also schön abgegeben. Genau. Der Thun dürfte durch sein, ist aber schön weich. Ich auch, ja. Mhm. Oh ja, und die Garnelen, die sind auch fertig. Mhm. Das wird ein Fest. Genau, und wenn das Ruh drin ist, dann rühren wir nochmal durch. Ja. Und lassen halt ein bisschen Ruh. Und haben wir dann alle Zutaten drin? Ne? Dann haben wir alles drin. Dann müssen wir nur warten. Dann müssen wir Reis kochen und dann können wir essen. Mehr oder weniger. Hm? Man kann natürlich noch lange, lange durchziehen lassen, aber... Das ist dann so was, was so morgens gekocht wird und abends zu essen gibt, ne? Ja, also ich habe schon 2 Stunden muss man schon einplanen, für zu kochen. Das ist jetzt kein Fastfood. Das ist ja auch das Schöne bei so Essen, das so lang dauert. Man freut sich immer mehr drauf. Man kann dabei so viel Bier trinken. Das auch. So, hier. Ah, die Farbe ändert sich schon ein bisschen. Ja, genau. Also der Ton ist im Moment noch ocker. Mhm. Und ich warte jetzt auf Karamell.
Genau, wir müssen so ein dunkles Karamell. Und da kommt sonst nichts rein. Das ist nur das Mehl und das Öl. Mehl und Öl, genau. Kein Gewürz, kein. Nein, ist ja alles schon drin im, genau, im großen Topf. Das ist ja auch das Interessante. Es wird übrigens mit wenig Gewürzen gearbeitet. Um das noch zu Ende zu bringen: ein Düppchen ist ja klein, aber der Topf ist ja ein Düppen. Ein Düppen, ja, ja. Ein Düppen. Und das ist, ich weiß gar nicht, ob das hier aus der Region ist oder eher aus dem Saarland. Aber wobei, sagt man in Luxemburg Düppen? Ein Düppen? Ja, ich glaube schon. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich, also, wie gesagt, wir geben ja wieder genug Hausaufgaben. Wir müssten das eigentlich wissen durch die Grenznähe und dadurch, dass wir uns sehr oft bei unseren Nachbarn aufhalten. Man nimmt das aber halt auch einfach so als normal auf und macht sich natürlich auch nicht mehr bewusst, wie viel. Ja. Also, das ist so wie wenn wir luxemburgisch reden, dann reden wir halt luxemburgisch, machen uns aber keine Gedanken über die Grammatik. Nee. Oder halt. Ja, die Grammatik ist ja ähnlich wie bei uns, also der Duktus. Ja, aber du hast aber schon die schon so ganz signifikante Änderung. Mhm. So, wie gesagt, für mich ist zum Beispiel immer wieder ein gutes Beispiel, dass Wörter andere Bedeutungen haben. Mhm. Zum Beispiel, lass mich überlegen. Mir kommt noch eins. Definitiv. Aber es gibt auch viele Wörter, die in Luxemburgisch und in unserem Moselfränkisch hier ähnlich sind und dieselbe Bedeutung haben, die aber kein Mensch außer uns hier versteht. Zum Beispiel? Eichhörnchen. Eichhörnchen auf Luxemburgisch. Das ist KW-Schildchen. Was? KW-Schildchen. Und das ist süß. Bei uns, wo ich herkomme, halt, aus dem, wie gesagt, dem schönen Tavern, ja. Da ist das ganze KW-Schrick. 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 Nie gehört. Das kommt vom Mittelhochdeutschen, von Scharwenzeln. Aber kannst du dich noch. Ah, stimmt, Scharwenzeln. Ja, das ist der Rücken, der scharwenzelt, weil den Eichhörnchen ja so scharwenzelt. Ja. Kannst du dich noch dran erinnern, als wir mal einen gemeinsamen französischen Arbeitskollegen versuchten, das Wort Eichhörnchen beizubringen? Und er versuchte, das auszusprechen. Das war sehr. Oh, das riecht. Ich habe mal einem frankophonen Schüler versucht, das Wort Regenschirm beizubringen. Okay. Weil er das wissen wollte, was Parapluie halt eben auf. Parapluie, ja. Auf Deutsch heißt nämlich so Regenschirm. Er hat immer Regenschirm gesagt. Er sagt, nein, Schirm. Eichhörnchen. Etwa wie in der Komödie. Aber es gibt auch viele, viele Wörter im Französischen, wo ich halt auch dann Probleme habe. Am lustigsten ist noch, ich habe ja durch den Unterricht in Luxemburg, habe ich halt viele Schüler von der EU. Ja. Und da sind halt alle möglichen Nationen dabei. Ja, ja, kenne ich. Und am lustigsten ist dann, wenn ich Schweden habe und die versuchen dann, ich versuche ja immer so ein bisschen von der Sprache mitzukriegen. Ja. Und Schwedisch ist für mich furchtbar schwer auszusprechen. Und die haben Vokal. Färbungen, die kann ich. Also die verschiedenen Öls, die A's sind da zum Ohr. Ja. Ne? Und auch so, weißt du, so drei Vokale hintereinander. Ja. Hier riecht es immer besser, ne? Ich sage nur. Ja, es färbt sich jetzt auch schon ein bisschen dunkler, wie du siehst. Man muss halt wirklich mit Geduld dran gehen. Ja, hab ich ja doch gesagt. Ne? Mit Geduld und Spucke fängt man eine Mucke. Okay. So. War das Wilhelm Busch? Ne, ich weiß ja, wer das war. Okay. Ich war halt meine Mutter. Ah. So. Mhm. Ja, aber hast du schon luxemburgisch gekocht? Mal so richtig? Also ich meine, nee. Ich habe mal ein luxemburgisches Gericht, oder wir kochen öfters ein luxemburgisches Gericht hier, nennt sich Weinsauces. Ah, Weinsauces. Weinsauces. Und die ist saulecker. Das ist, man glaubt es kaum, ist einfach gebratene Wurst mit einer Weinsenfsoße und Reis. Mhm. Das kann für, je nachdem in welcher Region dieser Podcast jetzt gehört wird, ein bisschen für Verwunderung sorgen, aber es schmeckt mega. Also finde ich super geil. Und das ist aber kein rein luxemburgisches Gericht, das sind hier halt die Mehlknödel, aber die sind ja hier in der Region, sind ja generell, ne? Die werden gekocht, gebraten, gemacht, ne? Arme Leute essen. Knödeln. Ne? Generell ist ja altes... Ist ja, alle alten Gerichte, die so eine nationale Tradition werden, sind ja meistens arme Leute essen, ne? Die halt verfeinert werden. Und heute sind das so die Renner in Gourmet-Küchen wenn teilweise. Du, ne? wenn du gut kochen musst, kochst du auch gut. Ne? Ist vielleicht so ein bisschen die Parallele zur Musik. Deshalb war viele, weil bei vielen so Gerichten, glaube ich, da kommt bei vielen Leuten so die Erinnerung an die Kindheit hoch. Ist das so ein bisschen wie in dem Ratatouille-Film? Ja, genau. Ah, guck mal, jetzt wird es dunkel. Oder in der Binding-Werbung. Der Binding-Werbung? Ja, so.
Sydney. Weißt du? Binding-Werbung aus den 90ern. Ich habe gedacht, du spielst jetzt auf die. Nee, das war aber Hanuta-Werbung mit den drei Musketieren. Oh Gott. Oder die andere Bierwerbung da, wo der Junge das Bier holen sollte, musste ich die ganze Zeit den Biernamen vorsingen, während er zum Krämerladen gehüpft da, ist. Die kenne ich nicht. Die ist uralt. Was hat denn der gesungen? Der muss Alpiersbacher Klosterbräu. Was? Alpiersbacher Klosterbräu. Aber hat sich scheinbar, der war quasi das Seidenbacher Müsli der Bierszene. Genau, und der ist halt so durch den Werbefernsehen gehüpft, mit der Milchkanne noch dabei. Und da ist er zum Krämerladen gelaufen, irgendwo in Bayern. Mit Lederhose und Hosenträger und so. Und war die ganze Zeit. Wann waren das? 80er, 90er? Früher 80er, war ich noch klein. Das war so richtig doch Kindheitswerbung. Genau. Ne? Und dann hat er sich das immer vorsingen müssen, damit er das nicht vergisst. Und dann kommt er am Krämerladen an, was passiert? Er hat vergessen. Ja, und dann weiß bestimmt der Krämer, was er will. Genau, weil der hat ja nur die ein Biersorte. Ist ja nicht, dass der da einen Schrank aufmacht und hat 25.000 Biersorten. Craft-Biere. Ich sag so, hier, Junge. In den frühen 80ern. Kanadisches Holzfällerbier. Was genau. Das vielleicht? Na, das war es nicht. Waldmeisterbier? Hipster-Plörre. So. Ja, noch ein bisschen dunkler. Aber es riecht schon sehr stark. Ja, ne? Das ist es riecht gut. Schon sehr stark. Es ist so kurz vorm Bitteren. Das kann ruhig noch ein bisschen dunkler. Ich meine meinen Muskel. Ach so. Der ist kurz vorm Bitteren. Aber ich mache schon mal hier. Du gibst ja noch ein bisschen. So, jetzt schmeiß mal hier schön der Riemen auf Quatsch. Die Orgel. Umgekehrt. Die Platrona, das ist nämlich heiß genug. Ah, okay, du nimmst Gas raus. Oh ja, jetzt wird aber sichtbar dunkel. Also jetzt kann man richtig dabei zugucken. Genau. So, und jetzt musst du entscheiden, wann echtes Karamell. Wir hätten sollen, wer das echte mitbringen und so daneben legen als oder ein Mars anbeißen und daneben legen, um die Farbe zu vergleichen. Wann der echte Karamell schon erreicht ist. Oder halt Erdnussbutter. Was ist denn geil? Ein angebissener Mars als Farbvergleich. Boah. Damit man so richtig Hunger hat, wenn man. Oh ja, es kommt, wird auch irgendwie flüssiger. Ne? Ja, also genau. Ich habe das Gefühl, das Zeug ist jetzt. Ich glaube, wir machen noch mal ein bisschen warm. Hoppla. Ja, jetzt, genau. Aua! Jetzt habe ich mir selber heißes Fett auf den Finger gespritzt. Wir leben hier auf Messerschneide. Ich habe ja gesagt, das ist ganz krass, das ist ganz gefährlich. Du musst jetzt langsam mal rühren. Mhm. So, aber jetzt kommen wir in die Richtung. Wenn ich zu langsam rühre, dann geht's kaputt. Ne? Jetzt kommen wir in die Richtung. So, jetzt wird's spannend. Jetzt, Achtung, gleich. Wird's dunkel. So, also wir kommen jetzt so langsam ans Ziel. Ich bin richtig am Schwitzen von dem Gerührer hier. So, das ist gut. Ja, sicher? Ja, kannst du reinkippen. Aber vorsichtig, das könnte spritzen. Gib das vorsichtig rein. Nee, das hat aber die Farbe, die es braucht. Und kippen. Ja, drauf. Ja, heißes Fett in heißes Wasser. Ne? Das Mehl muss ja mit rein. Ja. Okay, ja, spritzt, tut weh. Komm, zieh noch mal einen Löffel durch, damit das Mehl noch mit reingeht. Oh, geil. So. Riecht gut, sieht gut aus. So. Ah! So, und ich putz mal den Topf. Also ich habe gerade mit kaltem Wasser und heißem Fett mehrere unschöne Erfahrungen gehabt. Aua. So. Gut. So. Jetzt zeige ich mal, wie sieht im Moment. Jetzt müssen wir nochmal einen Zwischenstand hier fotografieren. So. Moment. Und wir machen die Platte, glaube ich, aus. Ja, am besten. Damit die nicht noch Schaden anrichtet. Richtig. So. Habe ich ganz vergessen. Oh, das ist geil. Das sieht super aus. Mhm. So. Dann mache ich noch ein bisschen Flüssigkeit dazu. Sonst wird das doch ein bisschen zu stramm. Zu pampig, oder was? Ja, ich probiere mal gerade. Ja. Immer schön vorn rein. Und? Oder mal einen Löffel. Mal jung. Oder mal einen Löffel, mal jung. Und dann probierst du mal die Brühe. So. Mhm. Ich probiere, Achtung. Unfassbar. Ja. Das schmeckt aber nach nichts Spezielles, weißt du? Also du kannst nicht sagen, was ist drin. Ne? Ist ja der Wahnsinn. Oh. Das wird geil. Das wird geil. Oh, ich versorge dir den Herd gerade. Ja, mach gar nichts. Okay. Soll ich mal Wasser klar machen für Reis, den Reis zu kochen? Genau. So, dann brauchen wir jetzt einen Topf für den Reis. Achtung, Knie. Schublade. Schublade.
Das ist ein guter Topf. Nehmen wir den, ne? So, der hat ja eine Skala, dann mache ich einfach 2 Liter rein. Mhm. Und dann 2 Tassen Reis in die 2 Liter. Ja. Laut Anleitung hier, oder? Was stand hier? Ich mal kurz einen Spüllappen, bitte. Ich mache dann einmal den Herd. Ach, dann nimmst du gerade hier den. Okay. Ja. So. Ja, 1 Tasse Reis und 1 Liter kochendes Wasser. Mhm. Dann lassen wir mal 2 Liter rein und dann machen wir 2 Tassen Reis. Ich tue mich, vielleicht bin ich da pedantisch, aber ich tue mich immer schwer mit so Angaben wie zum Beispiel 1 Tasse. Mhm. Weil Tassen können viel sein. Ja, können große Tassen sein. Ist das eine Tasse, die Oma mit abgespreiztem kleinen Finger benutzt, oder ist halt eher die Tasse, wo du 3 Finger durch den Henkel schiebst morgens für den Kaffee? Ist das so? Oh, so, willst du den Reis nur in Salzwasser kochen? Ich koche Reis ja gerne in Brühe, aber ich weiß, ob da nicht der Oberkühl ist. Hier ist schon genug Salz drin. Also du kochst ihn nur in Wasser? Ja. Okay. Du kannst natürlich für den Reis ein bisschen Salz dazu machen. So, gehen wir auf die... Sind das 2 Liter? Das sind 2 Liter Wasser. Oh, das ist ganz schön viel. Für 2 Tassen Reis. Also hier steht... Wasser-Reis-Methode. Ich habe auch als Wassereis-Methode gelesen. Ach so. 1 Tasse Reis in 1 Liter kochendes Wasser geben. Mhm. Einmal aufkochen lassen und bei schwacher Hitze 10 Minuten zugedeckt kochen lassen. Den fertigen Reis in ein Sieb geben und abkochen lassen. Also ich stelle jetzt 2 Tassen Wasser an. Ich nehme jetzt hier so 1 Tasse. Mhm. Das ist so viel Wasser. Ich glaube, das schadet nichts, wenn das... Und Reis darf immer ein bisschen mehr sein, finde ich. So, ich mache mal den. So, ich öffne mal hier den Jasmin-Reis. Den Jasmin-Reis. So. Dann schauen wir mal. So, ab in die Tasse. Das wäre Tasse Nummer 1. Und das Wasser soll ja kalt sein, wenn du ihn reingibst, ne? Einfach rein. Nee, kochendes Wasser stimmt auch. Ja. Weißt du was, dann sind wir mal richtig, machen jetzt mal hier richtig auf dicke Hose. Und ich bereite 2 Tassen Reis in 2 Tassen vor. Mm, das spültechnisch wird das der Hammer. Dann können wir ja echt mal sagen, ich habe das schon mal vorbereitet. Genau, jetzt haben wir das schon mal vorbereitet. Mhm. Machen wir gleich ein Foto von. Ich habe letztens noch irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, da kam nachts auf Bayern 3, kamen... Das sind jetzt fast 500 Gramm Reis. 2 uralte Kochsendungen, noch in Schwarz-Weiß. Ja. Damals in den 50ern hatten die schon so Kochsendungen. Ja. Und da war ja auch dieser Koch, der Fernsehkoch, der den Toast Hawaii erfunden hat. Ich weiß nicht mehr, wer er war. Der war ja gar kein Koch. Stimmt, da war was. Der war Schauspieler. Und der konnte aber von der Kamera agieren. Und der hatte irgendwie diese Idee mit dem Toast Hawaii. Und, hat ja auch ein deutscher Klassiker wurde, ne? Toast Hawaii. Toast Hawaii. Das gibt es sogar bei uns manchmal noch. Ja, habe ich auch schon zwischendurch mal gemacht. Ist zwar veraltet, aber geht schnell, ne? Schmeckt gut. Das ist so wie mit dem Partyessen früher, der Mad Eagle. Mad Eagle. Der Mad Eagle, genau. Mad Eagle, ja, Mad Eagle. Mhm. Da habe ich neulich noch in meinem anderen Podcast die Rede gehabt mit Philipp. Der hat mir irgendwas sehr Lustiges über Mad Eagle erzählt, aber ich weiß es schon wieder. Hast du wieder vergessen? Okay. Doch, genau, die haben auf irgendeiner Retrofete haben die Mad Eagle auf alten Schallplatten serviert. Oh, cool. So, fand ich eigentlich ziemlich geil. So, ich muss hier mal drüber riechen. Ja, also halt Gambo sieht mega aus, das wird gleich ein Genuss wird das. So, und während jetzt das Wasser hochkocht, hast du eigentlich im Moment Gigs? Ja, spielst du viel? Ich habe am den nächsten, ja, einigermaßen. Ich habe den nächsten am 8. August jetzt, am Sonntag. Okay. In Eschternach. Also der Podcast wird rauskommen. Wir haben heute den 2. August, ne? Genau. Montag. Ja. Und rauskommen wird am Mittwoch, den 4. Okay, da du spielst ich. In Eschternach. In Eschternach. Eschternach ist doch komplett untergegangen. Eben, wir spielen da am Benefits. Okay. Mit der Fred Barreto Group. Da ist auch noch Steven Pittman ist und noch wo? Da. In der Abtei in Eschternach. Ah, okay, aber Trifolion ist noch nicht, also Trifolion ist so die klassische Veranstaltungshalle ja. In Eschternach, ist noch nicht wieder begehbar. Nee, oder? Muss ja auch draußen sein.
Soll ja wegen Corona? Ja, ja, okay. Ich glaube schon. Ja. Und wir spielen da, ich weiß gar nicht, wer noch alles dabei ist. Den Event kann man auf Facebook finden. Ja. Ich weiß aber auch nicht mehr, wie er jetzt da heißt. Sehr mega vorbereitet. Ne? Aber da kannst du ja nachher... Du kannst ja einen Link setzen. Wir packen das nachher in die Shownotes mal genau wieder. Also ich mach mir jetzt auch mal Notizen hier. Mhm. Hier ist nämlich echt nichts vorbereitet. Ja. So, und zwar... Warte mal, hier sind... Nehme ich doch mal den alten Kassenzettel von Ikea hier, um Notizen drauf zu machen. Und zwar, was wollten wir denn jetzt alles verlinken? Das Rezept kommt als Foto rein. Okay. Habe ich hier deine zwei Seiten abfotografiert. So, dann vielleicht ein Link zu deiner Single mit Victory. Genau, die ist einfach bei YouTube Victory und dann ja. Cut to the bone. Mhm. Und dann, was haben wir noch gesagt, was wir verlinken wollen? Können auch gern die dein Event, ne? Also ich schreibe jetzt einfach mal Echter nach hin. Mhm. Echter nach. So. Können auch gern die anderen beiden Bands noch verlinken. Ja, klar. Also einmal. Oder soll ich einfach deine Facebook-Seite verlinken? Du kannst auch meine Facebook-Seite. Ist doch einfacher. Ja, mach dann mein Profil dann. Ja, ja, da. Ja. Da sind die ganzen Links von den Bands drauf. Da ist ja auch noch My Own Ghost dabei. My Own Ghost aus Luxemburg, genau. Und ich hoffe, die hören auch alle zu. Und hören, wie gut du kochen kannst, damit du auf der nächsten Tour. Das ist ja das Problem. Tourkoch machst. Ist vielleicht besser. Nein. Du wirst jetzt entlarvt. Oh Gott. Zum Glück aber ist ja. Aber bist du keiner von den Köchen? Es gibt ja so Leute, die selber gut kochen können. Ja. Und die dann auch zu so, ja, ich würde sagen, Essensnazis werden. Das ist wieder so negativ. Aber die dann so, wie soll ich sagen, die eigentlich kein Catering-Essen mehr essen können, ohne tierisch darüber abzukotzen. Nee, gar nicht. Du kannst immer noch, du kannst auch noch zum Burger King fahren. Absolut. Ja. Dann ist ja gut. Ich glaube, so die ganz großen Köche können das eigentlich auch alle. Ne? Nö, dafür esse ich einfach zu gern alles. Ja, klar. Kann ich aber absolut nachvollziehen. Es gibt ganz wenig Sachen, die ich gar nicht esse. Lass mir überlegen, was esse ich denn gar nicht? Also Innereien ist schwierig. Geht so. Innereien ist schwierig, dann... Also, wo ich so einen Ekel vorhabe. Ich mag halt nichts, wo richtig viel Dickfett dran ist. Yeah, so Eisbein oder Schwachtelmaren. Ja, yeah. Nee, da bin ich auch raus. Aber ich überlege gerade, gibt es ein Gemüse, weil ich nicht esse zum Beispiel? Ich mag keinen Senf. Wie, du magst keinen Senf? Ich esse keinen Senf. Gar keinen? Kein Senf, kein Meerrettich. Oh, ich liebe Fritten mit Meerrettich. Oh Gott. Finde ich mega geil. Aber du bist doch ein Sushi-Fan. Ja, Wasabi ist ja anders wie der Meerrettich bei uns. Ja, aber es geht ja in die gleiche Richtung damit. Ja, es schmeckt schon anders. Also der weiße Meerrettich, den wir hier so bei der hier beim Tafelspitz kriegst. Genau, beim Tafelspitz. Ja. Da ist lieber Remouladesoße dabei. Remouladesoße. Räudischer Hund. Räudischer Hund, der du da stündest vor den Toren Roms. Der Frettler Bosch. Frettler Bosch, genau. Wir müssen vielleicht nochmal die jüngeren Zuschauer abholen. Wir zitieren gerade aus einem unserem Lieblingsfilm, nämlich das Abbutze von und mit Badesalz. Die grandiosen Badesalz, die beiden. Aber Mani eigentlich heute? Gibt die noch? Mani schon nur noch Werbung oder? Ich weiß das gerade wirklich gar nicht. Die haben ja auch ernsthaft Musik gemacht, ne? Badesalz. Ja, der wie heißt der? Henny Nachtsheim oder wie hieß er? Der war doch bei der Rottgau Monotons dabei. Mit dem legendärsten Plattencover aller Zeiten, auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole. Hast du noch Bier oder willst du noch eins? Ich würde noch eins. Beides. Mhm. Mit dem legendärsten Plattencover, nämlich ein Koala-Bär mit einem Patronengurt in einer Pflanze hängend und die Platte hieß Eukalyptus Now. fand ich zu brüllen. Ich habe mir die nur wegen dem Cover gekauft. Geil. Die Platte fand ich gar nicht so gut. Aber, aber Rottgau Monotons war doch auch so Halbsatire. Die haben auch so ernste Songs gemacht. Ja. Aber der einzige Song, der mir jetzt gerade im Ohr ist, das ist der, den alle kennen, ist der Erbarme zu spät die Hesse komme. Und dann gab es noch Hermann. Hallo, ich bin Hermann, küsst die Hand, gnädige Frau. Also, sehe ich gleich, dass Sie die Richtige sind. Oder irgendwie so. Den habe ich auch noch im Hinterkopf. Aber das war, glaube ich, auch zu einer Zeit, da war ich noch zu jung, um so manches zu verstehen. Da war ich noch so gerade die Grundschule verlassener ERV-Fan. Und die ERV ist auch so eine Band. Die finden Kinder lustig, weil sie halt rumgelaufen sind und lustige Texte hatten. Aber dass das wirklich Satire war, das raffst du ja erst 20 Jahre später. Ja, wenn man sich mal die ersten beiden Alben anhört.
Da ist schon. Wie heißt es? Liebe, Tod und Teufel? Nee. Café Passé und Spitalo Fatalo. Das ist geil. Mhm. Allein schon zwei super Namen für Punkbands. Die kamen halt lang vor. Spitalo Fatalo, ja. Du hast die bestimmt auf Vinyl. Ich habe die irgendwo auf Kassette. Oh, Originalkassette? Nee. Das wäre ja geil. Schulhoftausch. Ah, okay, verstehe. Aber überspielt. Mit Doppelkassettendeck. Genau. Kassettendeck. Aufgeholt. Heute kann man das ja wirklich schon zugeben. Ja? Wie man bei uns gesagt hat, aufgeholt. Aufgeholt. Mit einer Aufholkassette. Oh. Dann ist mir so viel Ebene grammatisch daneben. Ja. Das ist ja fast schon wieder schön. Hannisch aufgeholt gehabt. Genau, die Hannisch aufgeholt krit. Hannisch aufgeholt krit. Geil. Das Spital, habe ich noch nie von gehört. Ich hatte Liebe, Tod und Teufel. Ich hatte, wie hieß die Platte, wo Burli drauf war? Das hat auch die, wo die Pinguine drauf sind. Da sind ja überall immer Pinguine drauf. Ach so. Dann hatte ich die, wo Küss die Hand, schöne Frau drauf war. Dann hatte ich, die haben doch auch zwischen den Songs immer so Audio-Sketch. Das war ja sowieso so eine Zeit, die 80er, 90er gab es noch Audio-Sketche im Prinzip. Das, was heute durch die Podcasts wieder kommt, ja. Gab es in den 90ern da auf ganz normalen Musikplatten. Das war halt Entertainment, also halt. Gab es auch schon in den 70ern. Im Prinzip Switch Reloaded zum Hören, wenn du so willst. Ne? Das gab es sogar bei vermeintlich ernsten Bands, so wie Grobschnitt zum Beispiel. Die haben eine Grobschnitt Platte. Ist DDR, oder? Nee. Grobschnitt war Krautrock. Okay. Aber sehr speziell, sagen wir mal so. Okay. Und da gibt es eine Platte, ich weiß auch gar nicht mehr, wie die heißt, die fängt halt an wie eine englische Sprachlehr-Schallplatte, also wie man Sprachen gelernt hat. Das gab es auch bei den Toten Hosen, Ja. Learning English Lesson One. Genau. Ja. Nur haben die das schon in den 70ern gemacht. Okay. Und der Sprecher hat halt so einen knallhart deutschen Akzent drauf, das ist so lustig. Und dann kommt halt This is how to learn the English language. Nee, schon ordentlich ausgesprochen, aber du merkst halt, es ist ein sehr preußischer Sprachrhythmus. Okay. So. Na ja gut, Krautrock hat sich ja dann, waren ja so dann die Letzten, die sich nochmal mit dem Thema Preußen und Deutschland als Reich auseinandergesetzt haben. Das waren auch Bands, die international sehr, sehr erfolgreich waren. Ja, die teilweise hier die Propheten im eigenen Land waren. Ich habe zum Beispiel ist die habe ich euch gesehen, ich habe so ein Faible für so 80er-Jahre-Serien und ich habe mir die DVD-Box von Street Hawk gekauft. Oh, Street Hawk. Street Hawk. Gab und nur die, eine Staffel, gell? Genau. Mhm. Und die ist, die Titelmusik ist von Tangerine Dream. Ach, guck mal. Und die ist richtig geil. Mhm. Jetzt weiß ich natürlich auch nicht, ob die Jungs dann irgendwann dann halt für so Auftragsjobs... damit sie halt Geld gekriegt haben, weil Alter, das ist ja nicht dieser experimentelle Kram, sondern das war halt einfach gute Synthi-Musik. Kocht dann Wasser schon genug für den Reis reinzukriegen? Nee, das muss schon richtig Du willst, kochen. Dass das richtig infernal das muss richtig Höllenfeuer sprudeln kochen. Muss das. Sprudeln. Mhm. Nee, aber hier, wo wir gerade auf Grobschnitt und so kamen, ich bin ja leidenschaftlicher Vinylsammler. Ach. Und ich war gestern nochmal einer meiner Quellen, sagen wir mal so. In der eigenen Verwandtschaft. Okay. Und der sammelt halt genauso bekloppt wie ich. Und der tauscht dann so wie Der geht immer. Also der hat halt noch mehr Leute im privaten Bereich, die halt Vinyls verkaufen und sammeln, die aber wirklich Sammlungen aufkaufen. Also unter 100 Platten fangen die alles an. Alles verhökern, was sie doppelt haben. Und dann, was sie nicht brauchen oder denken, okay, dafür kann ich noch ein paar Euro kriegen. Oder die brauche ich nicht mehr, dann wird halt getauscht oder wird halt verkauft. Und, man hat ja die Zeit gar nicht, das alles zu hören. Man stellt sich dazu in den Schrank, aber wenn du jetzt jede Platte, die du besitzt, ich habe ein paar Platten, aber du hast wahrscheinlich etwa 10-mal so viele. Wenn du jede Platte, die du besitzt, einmal durchhören würdest. Habe ich gemacht. Ja, ich habe die alle nach dem Kauf dann irgendwann mal, ja. Und dann ab und zu auch nochmal. Aber auch nochmal. Ja. Aber wenn du mal überlegst, wie viele Minuten Musik das viel. Du jetzt besitzt, ne? Das sind Dekaden. Ne? Das ist vor allen Dingen, sind halt Platten dabei. Ich habe jetzt gestern zum Beispiel eine gefunden, Yes ist der ja im Begriff. Ja, ja, ja. Und die hatten ja erst diese Prog-Rock-Phase. Ne? Genau, ja. Die hatten diese Prog-Rock-Phase in den 70ern. Ja. Und dann in den 80ern fingen sie auf einmal an, Stadion-Rock zu machen. Genau. Ja? Owner of a Lonely Heart. Genau, und von der Tour, 84, 85, das war das Album 90, 125. Hier ist das ja 90, 125. Und da gibt es eine Live-LP, da sind nur die Solo-Parts drauf.
Als von den einzelnen Musikern. Da sind 7 Songs drauf. Spielt das Steve Hackett? Nee, das war Genesis. Stimmt, aber ich kenne mich mit Gitarren eh nicht so aus. Nee, da ist zum Beispiel John Anderson hat gesungen. Ja, okay. Alan White hat Schlagzeug gespielt. Der hat auch ein Solo gehabt. Also der hat einen Sänger, Gesangssolo. Der hat ein Gesangssolo drauf gehabt, wo er halt mit Keyboard unterlegt war. Und da hat er halt eben Gescattet. So 2 Minuten, so eine Ballade, die auf keiner anderen LP drauf ist. Okay. Soon heißt die. Okay. Und Alan White hat halt eben ein Drum-Solo-Stück, weil er halt auch viel mit Elektronik da schon gemacht hat. Und, mit so Pads, ne? Sind halt zwei, ein Gitarren-Solo ist drauf, ich weiß aber jetzt, schlag mich tot, den Gitarrist weiß ich nicht mehr. Ich gucke jetzt nach, Gitarrist von Yes. Jetzt haben wir den Zeug sowieso schon bei allen verschissen. Jetzt können wir auch den Gitarrist von Yes nachschlagen. Gitarrist von Yes war... Es gibt viele. John Anderson, Steve Howe. Steve Howe habe ich gemeint. Der war da nicht mehr dabei. Trevor Rabin. Trevor Rabin ist Horn. Drauf. Und guck mal noch nach Bassist. Bassist von Yes ist Chris Squire. Chris Squire ist drauf, genau. Der spielt zum Beispiel Amazing Grace mit Bass. Jetzt kannst du den Reis reintun. Jawohl. Und dann stellen wir gleich die Uhr. 10 Minuten oder wie lange soll er? Nee, du musst jetzt erst einmal richtig aufkochen. Und dann 10 Minuten. Dann 10 Minuten ziehen. Aber, also wie gesagt, beim Reis bin ich da ja nicht so, ne? Ich schmeiß halt rein und irgendwann ist er gut. Machen wir mal eine Viertelstunde, oder? Ja. So. Ups. Und das hier ist jetzt wirklich am runter reduzieren und am pumpig werden, ne? Da haben sie so ölige Pfützen drauf gebildet. Genau. Ich rühre nochmal durch. Ne? Das verrührt man nachher so ein bisschen. Man kann auch ein bisschen Flüssigkeit noch dazu machen, wenn einem das zu dick ist. Nicht zu sämig rühren, damit die Gemüsestücke nicht ganz verschwinden. Na gut, das ist schon vermeiden. Wohl, ja, also ich würde sagen, es lässt sich jetzt. Es hat was Schlotziges. Was und ich jetzt auch nicht despektierlich meine. Und das macht man nachher. Der Topf ist ganz schön voll, ich glaube. Ja. Wenn das gleich kocht, dann wird es schön übersprudeln. Aber übersprudelnde Freude. Soll ich ein bisschen Wasser abgießen? Du kennst ja den Trick. Mit dem Kochlöffel, der drüber liegt. Ne? Ja, das sollte eigentlich funktionieren. Auch nicht immer. Der starke Schaum hochkommt. Bei einer überkochenden Fritteuse funktioniert zum Beispiel nicht. Die Hölle überkocht. Der große Kochlöffel oben auf dem Vulkan. Genau. So, ich lege den jetzt einfach jetzt naja, auf. Und dann habe ich eben, wie gesagt, die Platte da habe ich gefunden. Das fand ich ganz interessant. Und dann noch 2 Platten von einer Band namens Spore. So wie Spore. Spore? Spore, ja. Die waren Anfang der 90er, 93, 94, waren die so im Noise Crunch, waren die Mitpioniere von dem Sound. Sind aber nie richtig groß geworden. So wie Sonic Youth in Unbekannt. Ja. Okay. Ja, richtig cool, die Platten. Und dann habe ich noch... Aber du hörst dir die dann an? Ich höre mir die an, ich digitalisiere die auch. So aus, über Laptop. Über so einen USB-Plattenspieler? Genau. Dann kannst du sie am Auto hören und so, das ist halt immer das Ding. Oder wenn ich im Zug sitze und so, da höre ich halt immer sehr viel Musik. Aber ein echter Hipster sollte schon einen Vinylspieler dabei haben im Zug. Ja, ist ein bisschen schwierig da. So die alte... Ich glaube, ich drehe die Hitze ein bisschen runter. Oder? Ja, mach das ruhig und hol einen sauberen Löffel zum Rühren, weil da hängt noch Mehl dran. Und? Meinst du, das ist schlecht für den Reis, wenn da jetzt Mehl dran ist? Ich weiß nicht. Ach komm. Oh Gott. Rein. So, mit dem vermehlten Löffel in das Reiswasser. Wie bei den Hottentotten. So, ich gieße, glaube ich, auch echt ein bisschen Wasser ab. Ja, mach das mal. Ist er heiß? Ja, da ist er. Oh, Vorsicht. Das schießt mir auf den Unterarm. Du hast auch nicht so, du drischst die Schuhwerk an. Ich habe gar kein Schuhwerk an. Eben. So. Ja, für heißes Öl ist immer barfuß scheiße. Auch für heißes Wasser, wie du gerade festgestellt hast. Ja. So, jetzt mal hier einen Deckel drauf, jetzt muss er gut sein. Jo. So, jetzt machen wir hier Timer. Moment. Ich habe schon. Hast du schon Timer laufen? Ich habe jetzt laufen noch 12 Minuten. Ah, okay. Also, und du willst das jetzt voll ballern lassen? Weil ich glaube. Nee, wir haben ja schon auf 4 runtergedreht. Ja schon aufgekocht. Du hast runtergedreht? Ja, du hast auch runtergedreht auf 4. Ja, sie sind doch zu mir gekommen. ich drück doch. So. Ja, sieht super aus. Ja, voll. Da kann man schon mal so ein bisschen. Aufräumen und ich glaube, auch wenn das jetzt sehr optimistisch ist,
Wir können schon decken. Schon mal den Tisch. Wir können schon mal decken. Genau. Also den Tisch. Wir decken den Tisch. So, ich gehe jetzt hier an meine Küchentheke und decken die Tafel. So, ich habe jetzt, ich dachte, dir wäre recht, wenn ich ohne Kerzen eindecke. Ach. Wie isst man denn Gabel? Mit dem Löffel? Oder ja, schon. Man kann auch mit einem Messer und Gabel essen oder mit Löffel. Jetzt also müssen wir also Bud Spencer's dann mit Holzlöffel essen. Oder? Wir haben doch hier. Ja, obwohl der aber, ist aber, ja eher Chili. Aber dann Bohnen, auch, ne? Auch so. Ja, mit Seiten. Zähnen so oben vom Holzlöffel. Genau, aber. Genau. Ja, früher war da bei uns ein Ritus im Freundeskreis. Du hast ja im Land nicht so viel zu tun. Hol tiefe Teller am besten. Und dann gehst du des Öfteren mal so in die Natur, um zu grillen, dich zu betrinken und anderweitig zu betäuben. Und dabei gab es bei uns immer einen großen Topf Chili. Mhm. Das war aber meistens eine 2 bis 3 Kilo große Blechdose von der Tankstelle, die du fertig kaufen konntest, um auf dem Feuer erhitzt haben. Und dazu gab es einen Holzlöffel und einen Hut. Mhm. Und durfte halt immer nur der essen, der den Hut trägt. Was ist das da? Schwarzer Pfeffer. Ich mache noch ein bisschen bunten Pfeffer. Bisschen genau. Bunten Pfeffer rein. Jawohl. Habe ich das. Ist das auf? Ja. Ja, ne? Achso. So, sehr knausrig der. Boah. Also beim Pfeffer brauchst du bei mir nicht sparsam zu sein. Ich mach mal. So ein bisschen Pfeffer, oder? So, man kann auch noch ein bisschen Basilikum und Oregano reinmachen, wenn man will. Ja. Aber das ist so schon gut von der, ich, ja. Von der Würzung und vom das Aroma. Ist, das ist lustig, das hat wirklich so einen Eigengeschmack. Es geht weder in Richtung Indisch noch geht es in Richtung Italienisch. So, du kannst es wirklich gar nicht zuordnen. Mhm. Das finde ich brutal gut. Ich war halt auch sehr überrascht, als ich das erste Mal gegessen habe. Also ich habe es einmal gekocht nach einem Rezeptbuch und dann habe ich das vom Paxley halt gegessen. Ja. Also beide, mit Huhn und mit Meeresfrüchten hat er eins gemacht. Und also Fisch. Mit Fisch, ich wollte gerade sagen, weil ich interessant finde, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, dass es ja ein Missverständnis zwischen Gambo und Bouillabaisse gibt. Genau. Ja? Und Bouillabaisse sich da ist die ja Experten so ein bisschen streiten, die vermeintlichen. Ja, aber eine Bouillabaisse ist ja eigentlich eine Fischsuppe, ja. Die richtig Suppe ist. Ja. Und das Gambo, da kannst du halt, also in der Fischsuppe machst du kein Fleisch. Du kannst ja beides machen. Ne? Verdammt. Und ich habe gerade festgestellt, das ist ein bisschen viel Reis, ne? Dass der Reis unten am Topf klebt. Wenn ich ihn jetzt kratze, haben wir Röstaromen drin, oder? Nee, der brennt ja nicht an im Wasser, der klebt halt nur fest. Okay, dann gebe ich jetzt mal mit ein bisschen Druck. Mache ich den mal frei. Darum, weil ich da so ein bisschen, soll ich sagen, übervorsichtig bin. Ja, doch, jetzt, wo ich rühre. Ich oute mich halt als Kochbeutelreiskocher. Ah, du Beutelreiskocher. Genau. Ja, ich eigentlich auch. Aber ich wollte jetzt heute mal hier abdrücken, so beim Kochen, ne? Aber bisher. Sieht doch gut aus. Ja, sieht gut aus. Was zu viel ist, das kannst du ja aufheben, dann machst du ja morgen Eierreis. Eierreis? Mhm. Ich nehme an, dass ich dafür Eier brauche. 2 Eier aufkleppern. Aufkleppern, das also, ist ein geiles Wort. Also, man schlägt die Eier auf mit einer Gabel, wie für Rührei. Ja. Dann machst du ein bisschen Gemüse, was du willst. Ja, Erbsen, ja, Prätze da zusammen. Ne? Erbsen, Frühlingszwiebeln. Ja. Dann holst du ein bisschen Sojasauce, ein bisschen Salz. Salz brauchst du nicht unbedingt bei Sojasauce. Ja. Und dann prätzt du den kalten Reis. Den prätzt du in einem Topf oder in einer Pfanne. Und heiß an. Ja. Mit dass der eine Kruste bildet? Ja, erst nicht. Also muss nur heiß werden, den brätst an und da ständig rühren und dann haust du die 2 Eier dazu, bis es schön stockt und das Gemüse dazu und dann hast du Eierreis wie im Restaurant halt. Ah. So, das war Rezept Nummer 2. Mhm. Das kommt nicht in die Shownotes, da kriegen wir die echten Fans, die jetzt genau. Immer noch dabei sind. Die immer noch zuhören. Ja. So. Also der Reis kocht, der Gambo ist an sich fertig. Das ist, ne? Ist an sich servierfertig. Das ist eigentlich fertig. Da ist es jetzt so, je länger der Zeug zieht, desto besser. Ne? Ja, noch 7 Minuten. Das ist ja schon mal gut. So, wir sind jetzt auch gute 2 Stunden dran. Mhm. Dann wird es ja Zeit zum Servieren. Ja. Wacht mal mit dem Reis noch, der ist noch nicht gut. Ja, ja. Ich mach das noch mal ein ganz klein bisschen heiß hier drin. Ja. Ich mach noch ein ganz klein bisschen Wasser dazu. Weil es wirklich sehr, sehr dick ist. So, ein Schluck.
So, du rührst halt jetzt unter. Ich bin hier in gespannter Stille, weil es halt wirklich geil riecht und aussieht und so. Und für euch Zuhörer wäre vielleicht mal schön, wenn schreibt doch einfach mal, ob ihr das öfter hören oder sehen wollt, wenn ich in meinem Podcast irgendwas koche mit Leuten, weil ich fand das jetzt sehr amüsant und spaßig und ich weiß aber, dass es auch eine Hörerschaft gibt, die sich halt auch sehr über die Reiseberichte freut und die sich selber andere Sachen freuen würde, aber da ich halt gesagt habe, mein Podcast ist mein Podcast, dann mache ich mal, worauf ich Bock habe, ist halt meins. So, ja, das heißt ja auch so. Wird jetzt heute mal gekocht. Und wie gesagt, ich glaube, ich werde auch noch mal ein bisschen Bioleck gucken aus den 90ern, weil ich nämlich das Gefühl habe, ich habe was verpasst. Also so von wegen, jetzt ist der halt gestorben und dann wird er natürlich wieder so ein bisschen ins Gedächtnis gerufen, medial. Und dann denkt man so, ja, der war immer da. Und, weißt du, was wir Alfred Bioleck auch zu verdanken haben? Was denn? Monty Python. Stimmt, habe ich gehört. Der hätte über den Bios-Bahnhof Monty Python... Vorher schon, in den 70ern schon. Hat der Kontakte zu über BBC halt zu Monty Python geknüpft und wollte die halt eben im deutschen Fernsehen haben. Cool. Es gibt ja auch ein paar Sketche, die sie im deutschen Fernsehen gemacht haben, auf Deutsch. Und das ist über Bioleck? Das ging über Alfred Bioleck, ja. Wahnsinn. Der hat halt geguckt, dass die rüberkommen zu uns. Naja, er war halt schon ein Fernsehpionier, ne? Aber das Lustige an Bioleck fand ich auch... Der war nicht, sieht gut aus, der Reis, ne? Der war nicht wirklich bekannt für, sage ich jetzt mal, irgendeine auffällige, weißt du, wie imitierst du Bioleck? Kannst du eigentlich nicht. Weißt du, das ist jetzt nicht wie Rudi Carell oder Otto oder Karl Dall oder keine Ahnung, sondern... ich fand, der hat immer so eine Begeisterung für ihn. Genau, der hat sich einfach total begeistert. Das ist halt auch das Ding. Und der sagt für mich mal aus, also als Kind habe ich mir so wie Bioleck, oder habe ich Bioleck verwechselt mit Chris Howland in den Winnetou-Filmen. So die Koteletten, ja, Klatze, so ein bisschen, so wie der Deutsche in den 70ern den Briten gemalt hat. Sich, ne? So, ich glaube, der Reis ist wirklich fast gut, ne? Müssen wir mal gucken, ob der schon bis fertig ist und nicht zu hart. Genau, Reis muss lieber zu weich als zu hart sein, oder? Probier mal. Jetzt muss ich hier wieder, ich bin der Kanarienvogel, der in den Stollen gejagt wird. Genau. Als hätte ich jetzt schon genug mit, schon wieder heißes Wasser. Moment. Reis ist al dente. Brauch noch ein bisschen. Oh, na geil. Wir haben übrigens, ihr wart ja dabei, Jasminreis genommen. Jasmine Rice. Genau, Jasmine Rice. Sängerin aus L.A., Jasmine Rice. So, aber ich denke, der ist in 2-3 Minuten ist der klar. Ja, genau. Ah, hier brutschelt es nochmal ein bisschen an. So, und das Gambo ist halt wirklich jetzt fertig. Das kannst du gleich, wenn wir angerichtet haben, man macht halt... Wenn wir es angerichtet haben. Genau, das haben wir angerichtet. Zum Anrichten, man macht halt erst einen guten Löffel Reis auf den Teller und dann machen wir das Gambo oben drauf. Machen wir als abschließendes Bild. Also ich würde sagen, wir richten das jetzt schön am Teller an, dann machen wir ein Bild und dann machen wir Mikrofone aus und essen. Genau. Weil ihr müsst uns nicht beim Essen zuhören. Ja, haben wir jetzt auch schon 2 Stunden gemacht. Oh ja. Und solange ich nicht richtig viel Geld mit dem Scheiß verdiene, finde ich 2 Stunden Arbeit ist auch echt lang genug. Genau. So, aber es wäre wirklich schön, wenn das mal nachgekocht würde und jegliche Vorschläge von Seiten der Zuhörer sind natürlich auch willkommen. Insofern, ich kann mich schon gar nicht mehr konzentrieren vor lauter hier. Ah, riecht so geil. Auf jeden Fall, du kochst, welche nationalen Küchen liegen dir denn noch so? Du hast auch sehr gut asiatisch immer gekocht, ne? Ich koche gern Currys und da probiere ich aus. Da halte ich mich an keine Rezeptvorgaben mehr. Ja. Da probiere ich unheimlich viel aus mit Sachen, die ich so im Asialaden finde. Zeug. Pasten mit Gewürzen und mal scharf, mal weniger scharf. Meinst du jetzt am Essen? Ja. Oh Gott, der ist tief geflogen. Der ist tief geflogen. Ja, Der ist tief geflogen. Füße hoch. Der war auch schon halb draußen, als ich drüber nachgedacht habe. Darum muss man die Füße jetzt nochmal hochheben. Ja.
So, ich glaube, der Reis kommt jetzt aber. So, dann gieße ich den jetzt ab. Probieren wir nochmal lieber. Oh, schön aus. Oh, der sieht schön weich aus. Ah, ja. Mhm. Der hat so die Konsistenz von Milchreis. Nee. Ich sag mal, jungen Madenlarven. Mhm. Ja, so habe ich ihn am liebsten. Ja, der ist gut. Gut, dann ja, können wir eigentlich reinhauen. Genau, wir richten jetzt auch schnell an. Wir müssen uns heute natürlich ein Sieb hier an. Lecker. Ich habe hier so ein Hängesieb. Boah. Wow. Guck mal hier, guckst du. Das ist ja profimäßig. Ja, das ist aber von Ikea. Das macht ja nichts. So, und dann schmeißen wir den ganzen Reis da drüber. Spricht man da nicht von Abseien? Oh, ist das viel Reis. Nee, Abseien ist, wenn du Schaum mit einem Schaumlöffel von einem runterschöpfst. Okay. Ich glaube, das ist Abseien. Oder? Ich weiß es nicht. Abseien, weil. Also, ich weiß, man nennt so Siebe doch Seisiebe. Ich bin mir aber jetzt nicht mehr sicher. Also, da. Ich glaube, ihr seht da sonst viele Hausfrauen hören. Aber ich würde mich freuen, das noch zu erfahren. So, der Reis sieht gut aus. Dann mal her mit dem Teller. Solange er noch klebt. So, ich mache hier einfach mal so. Oh, so ein Löffel. So ein Kilo drauf. Ja, so. Okay. Ein Löffel für den Papa und ein für die Mama. Ja, das reicht schon, danke. Ah, gut, dann mach nur einen dazu. Boah. Also, ihr habt jetzt den enttäuschten Blick von mir nicht gesehen. So, das ist das. Ich bin noch muss doch auch gut aussehen für das Bild gleich. Mhm. Ich bin auch gerade einen Schritt rückwärts gegangen, als er mich so angeguckt hat. Ja, das war der Blick des Todes. Mhm. So. Hier haben wir eine schöne Schöpfkelle. Köpfschelle. Köpfschelle. So. Du bist der Gambo-Minister, du sortierst. Sehr gerne. Noch mal drauf. Dann haben wir mal Löffelchen hiervon. So, einmal, oh, zack. Kommt das, sieht mal aus, mir läuft das im Mund zusammen. So. Brutal. Schnauben. So. Komm mal hier. Komm mal hier. Komm mal hier. Aua. Das ist auch so regionaler Ausdruck des Stolzes. Mhm. Komm mal hier. Noch busy? Ja, klar. Na, da komm. Ja, da komm. So, oh, jawohl, oh, da war jetzt viel Gehalt drin. So, so. Super. Moment. Gerade alles einmal fotografieren. Ich wo ist denn jetzt meine professionelle Kamera? Da ist sie. Hier. So. Einmal, aber da wird jetzt nicht mehr lange Schiss gemacht. Moment. Ja, alles an sich stellen. Ja, jetzt habe ich tatsächlich noch den Reis vom Rand weggekratzt. So, einmal Gambo-Foto. So, ich danke euch, ihr Lieben, fürs Zuhören. Dir, Steini, danke ich schon mal für die Kocherei. Oh, danke. Für die Hilfe. Für die Einladung. Wir haben wieder mega Spaß gehabt. Mhm. Und wir werden jetzt erst richtig mega Spaß haben, aber ohne euch. Ja, sorry. Und deshalb sagen wir euch Tschüss. Ich freue mich auf Mails, auf Antworten, auf Ideen zum Thema Kochen und so weiter. Und lasst mich mal wissen, ob ihr Bock habt, mehr mit mir zu kochen. Ich sage jetzt einfach Tschüss und guten Appetit. Bis zum nächsten Mal bei Johannissimo. Tschüss. Ciao. Tschüss, tschüss. Schiersam Podcast wurde euch präsentiert von 54.de, dem Online-Portal für die Großregion Trier. Alles, was es zu lesen gibt über den Postleitzahlenbereich 54, Service, Sport, Nachrichten. Schaut doch mal rein, www.54.de.